Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Beef Folge 3. Beef Junior, muss man natürlich dazu sagen. Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam an, was die Damen und Herren hier veranstalten. Was bisher geschah. Der König, wie immer, auf Platz 1. Wir wissen, was das Spiel ist jetzt! Okay, dann gucken wir uns jetzt auch mal spielen, was heute kommt. Ey, Gunnar hat gefragt, wie man rennt. Auf einer Tastatur. Auf dem großen Schlachtfeld des Lebens gut, kämpft man einmal gegen jeden. Was heißt denn Konter? Naja, wenn man jemanden kontert. Okay. Kannst du mit einer Axt nicht stechen? Alles rückwärts. Fabian, ne? Das sind die Grundlagen. Letzte Folge hat. Der Freund von meinem Bruder war Schmied und er hat mich versorgt. Florentin hat letztes Mal gewonnen, ne? Das hat mit Ritterlichkeit nichts zu tun. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Und zwar sehr souverän. Ja, Gunnar ist immer auf die Chat-Taste gekommen, genau. Er duckt sich immer unter dem ersten Angriff durch und dann von hinten. Ich wollte, dass ihr auch mal neue Genres entdeckt. Nicht immer hier nur Windjammers hin und her. Ich brauch's nicht in meinem Leben, Florentin! Wollt die Maus vielleicht nochmal kontrollieren, ob da alles okay ist? Ey, spiel mit der, die ist leckt. Yes! Ah, der Frust. Welcher Mensch sitzt zu Hause und denkt sich, ja Mann, heute Mordrau? Florentin. Oh, ich bin Jack. Aber er liebt ja auch das Mittelalter. Das stimmt. Oh ja, das war der Dropkick von Bruno. Nein! Hat er nicht. Hat er. Bin ich aber gespannt. Hat er nicht. Hast du? Und zwar habe ich vor dieser Runde lange überlegt, ob ich den Joker einsetzen soll und es dann nicht gemacht. Los geht's, jetzt genug Rückblende. Ihr wisst doch, was passiert ist. Ich will wissen jetzt, wie geht's weiter. Folge 3. Ich bin gespannt. Ich habe nur Gutes gehört über Folge 3. Hallo und herzlich willkommen zu diesem fantastischen Format, das letzte Woche ich gewinnen durfte. Vielleicht erinnert ihr euch, Xing Xing, wir haben Mordhau gespielt. Heute geht es weiter mit dem nächsten tollen Spiel. Kleiner Spoiler, ich werde wieder gewinnen. Oh. Okay. Ansage. Aber natürlich auch bei mir an meiner Seite, meine Mitkontrahenten. Janina ist da. Hallo. Hallo. Mordhau war nie Plan, dass ich das gewinne, nur weil ich es nochmal gesagt habe. Auch wenn ich sehr. Ja. Und natürlich mir ebenbürtig vier Kügelchen. Ja. Und Fabian. Und schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Wir freuen uns natürlich sehr und sind natürlich ganz gespannt, was jetzt kommt. Viele strategische Überlegungen, wo in der Tabelle es fängt langsam an, wann den Joker setzen, wann muss man sich anstrengen, wann kann man sich zurücklehnen. Wird natürlich alles jetzt entschieden mit dem Game, das wir heute gamen werden. Ja, dann mal los. Wir sind gespannt, was wir als nächstes spielen. Hier kommt sie, die Mats. Hummelparty. Ach, du grüne Neune. Ich wusste gar nicht, ich habe gar nicht richtig gecheckt, was die spielen. Und versuchen Runde für Runde näher an die begehrten Pokale zu kommen. Hummelparty. Oh, das kann ja heiter werden. Auf dem Weg dorthin bietet so gut wie jedes Spielfeld, auf dem sie landen, eine schöne oder unschöne Überraschung. Und am Ende einer jeden Runde gibt's dann ein Minispiel, bei dem um die begehrte Währung Schlüssel gekämpft wird. Ja. Ohne die gibt's nämlich auch nicht die besagten Pokale. Die Spielerinnen und Spieler haben 15 Runden Zeit. Gespielt wird auf der Map Rostige Ruinen. Und zum Glück gibt's auch keine dämlichen Zufallsbelohnungen, wie bei diesen anderen Games mit Party im Namen. Also, los geht die Pummelparty. Pummelparty. Man muss zu Pummelparty ja, sagen, sind wieder zum da kann alles passieren. Erstmal kurzes Feedback zur Runde 2. Ich habe mich sehr geärgert. Da kannst du am Ende auch gewinnen, obwohl du ich glaub, das im Spiel selbst der Schlechteste warst. Joker immer zu spät zu benutzen. Das nächste Mal, wenn ich hier stehe und sage, vielleicht ist es ein Joker-Spiel, setzen. Einfach direkt setzen. Erinnert mich gern dran. Ich hau ihn raus, zu früh es geht. Pummelparty, Joker. Nehme ich auf gar keinen Fall bei so einem Luck-based Game, also richtig schlimm. Ich kann offenbar mich überhaupt nicht selbst einschätzen, wie wir gerade gesehen haben. Interessantes Spiel ist auch was, wo ich durchaus mal hier den Kollegen in Betracht ziehen würde. Normalerweise, also wie Mario Party, glaube ich, habe mir es gar nicht angeguckt. Ich glaube, hoffentlich die anderen auch nicht. Es besteht eine relativ große Chance, dass aus purer Gemeinheit heraus Janina, Florentin, Gunnar sich gegen mich irgendwie verbrüdern könnten und wir das dann verhageln. Nee, Joker, ey, das Spiel ist so random. Wer da den Joker nimmt, ist ja komplett dumm. Ja, Pummelparty. Was macht Florentin bei Partys? Nicht anwesend? Ist nie da? Nee, Pummelparty, keine Ahnung, nie gespielt. Ist so ein Fun-Game, mag keinen Spaß. Bei anderen Spielen habe ich noch zumindest so Tipps und YouTube angegeben, hier das und das Tipps und Tricks, aber Pummelparty wieder, ach komm. So Minispiele kann ich, glaube ich, eigentlich ganz gut. Und wenn das, ich hoffe, dass das Glück hier nicht so ein ausschlaggebender Faktor ist wie bei Mario Party. Fabian hat halt auch schon viel gesehen in der Videospielwelt, ist halt super alt. Ich kann es echt nicht einschätzen, wirklich. Ich glaube, da ist alles drin. Ich glaube, es wird so ein Hoch, Runter, jeder ist mal gut in irgendwas. Und deswegen freue ich mich auf eine schöne, entspannte Runde mit Freunden. So muss es sein. Willst du noch eben sagen, wie gut ich im Videospielen bin?
Du ja. bist richtig gut in Videospielen. Ja, hört euch das an. Er hat gesagt, richtig gut nicht. So, dann fangen wir mal an mit diesem lustigen Partyspiel. Schön, dass ihr da seid. Ich würfel jetzt. Toll, okay, zwei. Die 8. Oh. Fängt schon richtig schlecht drei. An. Mhm. Da ist nicht. Der Pokal, okay. Okay, jetzt zur Schatztruhe. Da gehen wir jetzt in der Schatztruhe ist der Pokal und man braucht Schlüssel, um die Schatztruhe öffnen, aufzumachen. Ja. Um die Weil wenn Pokale. Du nicht genug hast, dann bringt sie ja gar nichts. Okay. Hier ist ein Waffen. Oh, nö. Ich habe ja 35 Schlüssel schon. Wie viele Schlüssel braucht man für eine Truhe? Keine Ahnung, egal. Okay, jetzt geht's los. Ja, nee, weil ich muss ja wissen, ob ich da vorhin hingehe oder nicht. Wer ist wer? Ich habe 9 gewürfelt und darf nicht 3 Felder bewegen? Ja, 9 mit wer anfängt. Ach so, ah, okay, verstehe. Nein, verstehe, okay. Okay, das ist jetzt super ich strategisch. Ja, woanders lang. Okay, jetzt. warte, ganz kurz Pause machen. Ist er erstmal checken. Janina, orange. Fabian, blau. Fabian ist der Hahn. Okay, jetzt merke ich mir, Janina ist diese Maske. Okay, das kann man sich gut, kann man sich eine gute Geschichte so ausdenken. Florentin ist grün wie die Hoffnung, Florentin hofft und Gunnar ist rot wie, die, wie der Teufel. Also okay, das kann man sich relativ leicht merken. Mal nee, geh nach rechts. Ah, guck mal, sogar Y kann man die Map hochmachen. Ah, ja, komm. Geil. Was denn? Hä? Ich, für euch das wollte ich das sagen. Das war schon. Hat eigentlich auch nett, jetzt, dass sie das gesagt hat. Ja. Da hat jemand keine Lust auf Spaß, habe ich so gefühlt. Nicht wahr, Gunno? Nicht wahr, Gunno? So, ich guck mal ganz kurz eben, wo die Schatztruhe ist. Die ist, ja, komm, die ist ganz hinten. Die ist da. Ja. Ja. Aber die Mitte. Wie viele Schlüssel braucht man für eine Schatztruhe? Das braucht nicht einen Schall. Nee. Ja. Echt? Nee. Das hättest du gern 35 jetzt schon. 20 oder sowas? Ich meine das ernst. Du brauchst eine gewisse Anzahl an Schlüsseln. Ja, das glaube ich auch. Plus 10. Ich habe das ja mal mit den 10 HP. Ah, okay, gespielt. Wir haben auch Lebenspunkte, oder? Aber ich habe ja schon 30. Da habe ich gewonnen. Ja, hat dir nichts gebracht. Okay, cool. Aber ich war gar nicht so gut. Das habe ich ja eben schon mal versucht zu sagen. Achso, da kann man nach rechts ist gut, glaube ich. Wie kommst du denn da drauf? Weil am Ende gibt es halt Kategorien noch. Wer hat am meisten Spiele verloren oder wer wurde am meisten getötet oder whatever. Also Sachen, wo man auch als Loser noch Punkte bekommen kann. Er hat eine Rakete! Ich habe auch eine Waffe bekommen. Da habe ich gewonnen. Ja, weil wir wissen, dass du sie nur gegen Fabian einsetzt. Bombe platzieren A. Ach, das ist Bomberman quasi. Bomberman? Ja. Okay. Wenn ihr ready seid, dann A. Das sind Power-Ups und die Wirkung keine Bombe. Drück mal A, wenn ihr gecheckt habt. Ja. Gibt nur Bombe, ne? Mehr nicht. So. Items auch. Könnt ihr was erkennen? Ey, Wahnsinn. Wo bin ich denn oben? Okay, das ist oh, krass. Also, ich glaube, es gibt Power. Nee, weiß ich nicht. Einige erkennt man noch schlechter als andere. Der Grüne ist nicht gut zu erkennen. Ah, ich bin hier eingesperrt schon. Scheiße. Das kenne ich gar nicht. Also, es ist natürlich Bomberman, aber das haben wir damals, glaube ich, nicht gespielt. Ich habe Pummelparty auch erst ein- oder zweimal gespielt, glaube ich. Geil, Feuerkraft eingesammelt. Vor allem, wenn bin ich früher gut gewesen und ihr? Oh, was machst du denn? Was macht. Ich dachte, Fabian ist tot, aber jetzt irgendwie geschafft. Ich finde es voll schwer zu erkennen, was hier Weg ist und was hier Hindernis ist. Das ist oft im Leben so. Hier brauchst du schon eine Brille? Jesus, wir hatten da so Schlagkraft, ey, krass. Boah, es ist hart. Aber gut, dass man die Totenköpfe auf dem. Ich ärgere mich auch voll. Und man ist dann sofort raus, oder? Oh, okay. Okay, krass. Wie viele Runden geht das? Nur die eine? Ich glaube ja. Also Gunnar gegen Fabian, das kennen wir ja schon. Aber manchmal kann man sich noch vorbeidrücken an den Bomben. Ja, das ist mir dann auch aufgefallen. Aber also sowas läuft man auch immer Gefahr, sich selbst zu töten einfach. Sudden Death. Ja, gut. Ah, jetzt kommen von außen die Boxen. Wow! Ja, die ist halt wahnsinnig. Boah. Das ist aber auch jahrelange Erfahrung, die da reinfließt bei diesen beiden Veteranen. Ja, die töten sich doch gegenseitig jetzt. Ja, das war's. Tschüss. Nein, beide, ne? Nee. Jemand hat auch andere öfter zerstört, glaube ich. Ich habe aber 175 Punkte schon. Ah, nochmal? Oh, es geht weiter? Okay. Ja, weil wir beide gekillt haben wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Aber wir haben auch Punkte bekommen unten, ne? Also das ist schon, hat auch einen Unterschied gemacht. Wieso habe ich keinen Punkt bekommen, als ich mich selbst umgebracht habe? Was soll das? Ich weiß nicht, wie die Punkte hier verteilt werden, ehrlich gesagt. Ich check's gerade nicht. Bekommt man die, wenn man, also einfach die Reihenfolge, in der man stirbt? Oh, was? Oder auch, wenn man jemanden ausschaltet, vielleicht beides, ne? Die Reihenfolge, in der man stirbt, plus wie viel man ausschaltet. Ich bin so dumm. Ich hab mich gekillt von euch. Oh, ich bin da so ein bisschen im Bild. Ey, ich bin festgeklemmt. Ich seh schon. Nice. Okay. Achso, machst du? Okay, mach gerne, Nikolas. Warum bin ich Vierter? Na gut. So krieg ich krieg 3 Schlüssel. Okay, geil. Danke, danke. Mega dumm. Was macht der Kaktus denn? Überlebenszeit oder Kills für Kills? Gut. Wer drückt jetzt? Ich mach was. Oh Gott. Ah, wer gewonnen hat, darf danach als erstes laufen. Was machst du denn jetzt? Weiß ich auch nicht genau. Gehst du auf eine Rakete? Oh, ihr spießt Gunnar einfach. Okay, sehr gut. Ich mag den Schnitt. Oh, okay.
Ey, das ist brutal, das Spiel. Richtig schön. Hast du mich stark? Stark. Jo, ist Gunnar jetzt tot? Wer ist rot? Du bist du wieder am gleichen Fleck, du hast nur Schaden bekommen. Health-Schaden. Ah, ne, er ist da hinten wieder. Okay. Ja, du hast nur noch 16 Lebenspunkte. Ja. Okay, Fabian. Fabian zieht uns hier ab. Sag mal, hätte ich. Bin ich. Wieder im Kreis gelaufen, ich Wir sind im Kreis gelaufen, ne? Ich bin einfach wieder am Anfang. Ja. Aber ich konnte es gar nicht beeinflussen durch die Rakete. Ja, jetzt will ich doch nicht durch die Falle gehen. Ich sehe doch die Falle da. Ja, geh halt woanders lang. Das ist doch keine Falle. Ich kann ja nur da lang. Ist, nur wenn du auf der Lande bist. Kannst du auch oben lang gehen. Okay. Ey, kannst du mal deinen Cholesterinwert so ein bisschen runterfahren? Nee. Oh, schade. Oh. Sieht man das doch häufiger. Das ist natürlich bitter. Vermutlich. Das tut mir leid, Gunnar. Bist du dann permanent raus, wenn du bei null bist? Ja. Da liegen so viele Schlüssel. Die haben ihn komplett angeschissen, oder? Der hätte doch auch easy. Wie hätte ich denn eben gehen müssen, um da nicht im Kreis zu laufen? Ach, die Pfeile sind die Wege, die man gehen kann. Achso, man muss da rechts runter. Man muss rechts blank, okay. Dann hat Florentin doch recht. Ja, ja. Tja. Nimm die Schlüssel und helf. Okay. Das ist ja nice. Und wo kommt, aber ist jetzt die, wo, die Falle ist... Ich weiß auch nicht. Ach, glaub, man kann da überlaufen. Okay. Aber da ist dann auch wieder was. Oh, da kommt der Gefahr tot. Kriegst du das? Nein, keine Schlüssel stehlen. Mach doch lieber. Mach lieber Blut. Aber wie viele Schlüssel? Und stehlen heißt, ich krieg sie dann? Das würde ich sagen. Gar nichts. Oh. Ist es jetzt gut oder schlecht? Okay. Animalische Arithmetik. Aber man muss sie zählen. Nee, angezeigt, Tierkombination. Über den Bildschirm müssen Tierkombinationen. Wow, okay, das kenne ich auch alles noch nicht. Zählen? Wie, was heißt zählen? Das ist ja krass. Wie oft, guck mal, der reitet doch Löwen auf Pandas oder Tiger auf Pandas. Aber kriegt man das vorher gesagt? Das ist die Kombination, dann müsst ihr die jetzt vorbeirennen. 1, 2, 3. Was heißt zählen? Ja. Muss ich immer drücken, wenn die kommen? Nee, du musst einfach zählen im Kopf. Ja? Aber wir wissen im Vorhinein, was wir zählen müssen. Ja. Okay, cool. Okay. Hättest doch. Wo ist das Problem? Ja, wahrscheinlich. Was er schneller ist, wahrscheinlich. Ja, was müssen wir jetzt zählen? Fox is riding bears. Okay. Wie sieht's doch gleich, Mensch. Das ist doch nicht so schwer. Eins. Das ist ein Fuchs oder ein Wolf? Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, die werden schneller, glaube ich. Hä? Ah, okay, wir haben es alle richtig. Okay, cool. Tigers Riding Panda. Mein Beispiel. Die ist lustig. Kann man schön mitspielen. 3, 4, klicken halt auch. 5. Hä, aber das ist doch eigentlich. Jetzt warte doch mal ab. Okay. Ja, aber das ist schon das Klicken. Man hört das Klicken der anderen Spieler. Das ist natürlich auch beknackt. 1, 2, 3, 4. 5. Aber jetzt nicht so schwer. Wird das noch schwieriger? Ja, peinlich ist es, wenn man das mal nicht schafft. Ich hab so Angst vor so einem Zucker irgendwie. Das muss doch jetzt noch schwieriger werden. Oh Gott. Oh, come on. Das war ja mega einfach. Was? Gunnar gewinnt? Aber warum? Ja gut, wir haben alle sechs Schlüssel. Du hast 6 Auberginen gewonnen? Nein, wir waren alle first. Wir haben alle 6 Schlüssel bekommen. Geil. Ist doch schön. Okay. Ist doch nett, dass wir auch alle gewinnen können. Ja, gute Idee, aber komische Umsetzung. Ja, das ist der Geist von Beef quasi. Ein Minispiel. Muss man irgendwie anders machen. Ja, entweder schneller oder mehr Tiere. Ich bin gespannt, ob überhaupt jemand irgendwann mal einen Pokal bekommt. So einen. Wir haben 3 zweite Plätze. Oh, sehr gut. Ja, nein, ich bin so dumm. Und oh, Fabian. Oh, ich als nächstes vorbei. Sehr schön. Was machst du denn? Da gucke ich auch nicht vorher nach, wo ich lande. Ja, Schlüssel von, ja, das tut mir leid. Du bist halt einfach ein Gegenstand. Bisschen dumm. Gegenstand. Richtig Magneten auf einen anderen Spieler, um dessen Schlüssel zu klauen. Das Geschenk. Öffne dieses Geschenk. Muss man da was drin ist, brav. Muss man nah dran sein an den Gegner. Ich weiß nicht, ob Fabian das lustig findet, dass er immer einen von Latz geknallt bekommt. Ja, guck dir doch erstmal alle 12 Items an. Und das machst du, statt dich zu bewegen? Nee, das kannst du zusätzlich machen. Ich guck mir mein Geschenk an. Öffnen. Eine Bombe. Oh, das sieht nicht so gut aus. Da war die Seele. Portet mich das wohin? Ja! Also, ich bin weg. Einfach weg. Hast du dich jetzt in mich reingeportet? Nein, das ist einfach nur darüber geflogen, weil du jetzt dran bist. Ja. Aber ich bekabert die Hahnleiche da oben noch liegt bei Fabian. Wir haben alle steht in seiner eigenen Leiche. Wir haben es gewonnen in der letzten Runde. Wir sind was Besonderes. Oh, das ist gut, glaub. Nochmal bitte? Oh. Das sind die Minispiele, glaube ich. Mörsermanöver. Keine Ahnung. Aber. Ich spiele. So, und jetzt komm on. Papa braucht neue Schuhe. Let's go! 8. Yes. Braucht neue Schuhe. Die gucken überhaupt nicht nach auf der Karte. Ah, jetzt macht das. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ist kürzer. Oder 1, 2, 3, 4. Nee. Da gehst du in die Falle. Das machst du nicht. Ich würde gerne wissen, was mit meinem Ding ist. Die Richtung.
Oh, aber auch ein Totenkopffeld. Ey, alle gehen auf Florentin. Das ist wie scheiß Monopoly, ey. Ich raff gar nicht. So, aber jetzt dürfte ich mir ein Minispiel aussuchen. Ja, das kommt doch auch. Oh, das ist ganz geil. Merkt ihr in jeder Runde die gezeigten Pfeile und die musst du dann laufen, damit du nicht getroffen wirst. Fertig. Ach, das kenne ich. Ah, wieder merken, okay. Das kenne ich. Okay, merken sind wir gut. Ja. Let's go. Das ist Tabaluga TV. Ich verstehe es nicht. Ja, was sollen wir da? Du musst dir einfach die Pfeile merken und dann dich so bewegen, um auszuweichen. Damit diese Bomben dich nicht treffen. Das ist Tabaluga TV. In deinem Feld, ja. Wo bin ich? Ich weiß nicht. Ich bin links unten, glaube ich. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hä? Oh, wow, ernsthaft? So Leute. Merken sind wir gut. Ja. Geiles Minispiel. Ernsthaft? Das gibt's doch nicht. Wenn wir alle gestorben sind, warum gibt's Zweiter, Dritter, Vierter? Crap. Vor allen Dingen hat doch auch jeder von uns gedacht, dass wenn du links und oben drückst, dass der ein Feld geht und dass du das nicht so frei bewegst, das Figürchen. Ich war ganz dämlich. Ich habe irgendwie gewonnen. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was da passiert ist gerade. Das ist doch jetzt das, was Florentin schon fünfmal hat. Aber ich habe es nie gelesen bei ihm. Schaltest ja, der nach, färbt das Feld jetzt Reise ein, ne? Okay. So, ich bräuchte drei, ne? Und wenn dann jemand auf sein Feld kommt, mit seiner Farbe, muss er zahlen. Einmal eine drei, gib bitte drei. Oder Schlüssel. Ich bleib man da denn nicht stehen, ne? Ja, ich bleib stehen. Dann sehen wir aber auch mal, wie viele Schlüssel das kostet. 40. Wie viel Schlüssel hat's gekostet? 40? Ja, stand da. Trophäe! Rein da! Okay, GZ. Ich würde gerne mal wissen, wo ich bin. Oh, da! Oh, der ist genau vor euch. Das ist natürlich... Naja. Für die danach folgenden ein guter Trost. Ich bin am Arsch. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele ich habe. Alter. Mal, wie kriegst du das jedes Mal? Ey, ohne Scheiß. So... Ich bin richtig weit weg leider noch von den ganzen Sachen. Das ist ich weiß nicht mal, wo ich bin. Und wir spielen 15 Aber man kann Runden. Ja auch diese das heißt, das geht Schlüssel auch noch klauen. Ne? Ha, krass, das geht wirklich sehr Es gibt jetzt ungefähr drei Trophäen im Laufe des Spiels oder vier. Das heißt, eine zu haben ist schon mal ziemlich gut für mich. Ne? Also ich bin ziemlich gut. Hör auf, jetzt mich anzuticken. Hat er überhaupt genug Schlüssel? Ja, hat er. Fabian hat auch gleich schon eine. Aber was oh, er war. Und ich habe eine Schrotflinte. Aber ich muss Fabian einfach mit dem Item jetzt irgendwas wegnehmen. Du bist weg. Du wirst einfach wegteleportiert. Oh, jetzt, ja, jetzt den Platz ja, du, tauschen. Du hast eine Runde hart. Geschützt. Du konntest nicht Opfer von Attacken Platz werden. Platz mit Fabian gut. Tauschen. Alter, ey, ich muss halt mal... Was ist ein Ausrufezeichen? Keine Ahnung. Weiß irgendwas nicht, Gutes. Aktionskarte. Irgendwas Spannendes. Wisst ihr was? Du bist all in, ey. All in. Du brauchst es. Schneller. Unten lang geht leider auch schneller. Das ist beides egal. Ja, du ja, kommst sowieso so nicht leer. Rechtzeitig nee, dahin. Nee, Fabian ist ja vor dir da und kann auch. Die Truhe, hol doch nicht die Truhe. Die Fabian, rede ich doch mit. Mann, ey. Oh, Alter, okay. Cool, war ja richtig geil. Geil. Danke, Florentin. Die einfach schon so sauer alle sind. Oh, das ist richtig schwer. Was ist das? Oh, okay. Laufen und man kann es aber nur ein paar Sekunden sehen. Ist man sofort tot, wenn man einfach runterfällt? Nee, du kannst ja von vorne anfangen. Okay, krass. Okay, das verstehen wir. Das ist Tabaluga TV im Grunde. Das ist echt ich jetzt schon wieder. Okay, das ist schwierig, ne? Ja, keine Ahnung. Das ist denn mein Feld. Die, okay, hab's probiert. Feuerschein, das ist natürlich hilfreich. Oh, tot. Ja, nicht gecheckt. Und wo guck ich denn jetzt überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Kann ich auch bei springen? Janina. Ja. Oder? Nee, kannst du nicht, sorry. Gott, das ist dämlich. Ah, okay. Oh, Fabian ist mutig. Ein Meter vor und dann rechts. Man traut sich. Ich jetzt. Traut er sich nicht. Ja, man sieht. Ich sehe es nicht. Oh, noch weiter vor. Feigheit wird hier belohnt, das finde ich nicht gut. Ja, Florentin oh, ist mutig. Lauf doch mal, Florentin. Florentin ist mutig. Nein, ja, was ich brauche das nicht gemacht, Fabian. Florentin, lauf doch Florentin mal traut sich mal. Einfach nicht. Boah, das ist knapp an der Kante. Ja, und jetzt links. Ja, ist echt so. Ich bin bei Florentin gerade, weil er führt. Ja, stark. Ich hab Angst, dass da noch so ein Loch ist. Er hat's geschafft. Ich bin da! So, wer ist der nächste? Janina? Und jetzt? Und, oder Gunnar? Ja, Janina. Traut sich nicht, da kommt Gunnar! Und Gunnar überholt sie, weil sie ist so zögerlich. Du musst dich doch ein bisschen, was musst du dich trauen? Na, jetzt musst du sie verspielt den zweiten Platz, ne? Schön! Ah, ja, was? Nice! Ja, da brauchst du nicht überrascht sein. Ja, war schwer, das war ein schwerer Level. Ein bisschen feige. Du bist besser, was? Nein, das ist. War ein schwerer Level. Was war das denn? Du bist besser, was? Nein, das ist. Okay, kann ich jetzt ein Item einsetzen gegen Fabian, bevor er sich hier die Truhe holt? Probier's mal.
Hast du eigentlich jemanden, den wir den Gesamtsieg am meisten gönnst, basierend auf dem Ball? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber guck mal, ich hab das auch niemandem. Ich gönn das niemandem. Geht's noch kleiner. Ich gönn allen eine sehr schlechte Zeit. Komm aus dem Ziel und erledig deins, aus dem Nichts und erledig dein Ziel. Oh, dann geht's auf Fabian, mach den weg. Nee, mach das nicht, Florian. Ich hab das eben bei dir auch nicht. Ja, haut ihn dann weg mit der Truhe, ne? Ja, haut ihn weg, ja. Oh Mann. Ja, natürlich, aber was glaubst du denn, Fabian? Wirklich, ey. Ich dachte, wir sind Freunde, Florentin. Ja, ich muss... Ich bin auch so am Arsch Moment, der Welt, ist die ne? Truhe? Ganz im Arsch der Welt. Ja. Ist aber ist ganz Fabian unreiz. Jetzt dood? Nee, der kommt wieder, oder? Ja, das ist er überhaupt nach links lang. Ach, ach, okay. Ja gut, da bin ich ja recht nah dran, eigentlich, ne? Aber wenn der jetzt natürlich noch vor der Kiste abgefangen wird, das müsste sehr ärgerlich sein. Also je nachdem, wo Fabian jetzt ist halt. Aber ich würde sagen, ich stehe noch da, wo ich vorher war. Wahrscheinlich, ne? Weil es sah gerade auf der Karte so aus bei Florentin. Nein, du bist weggehauen. Diese... Todesdinger gehört. Was ist denn, alle wenn die Hitpoints auf null fallen? Mal ernst gemeine Frage. Weiß es jemand? Nee, keine Ahnung. Was hab ich denn hier noch? Magnet? Bienenstock? Nee, komm, ich mach nix. Wir müssen erstmal an Fabian rankommen. Oh, eine 8. Stark. Ja. Richtig gut gemacht. Jetzt nach links. Würfeln kann ich. Jetzt nach links. Ja, du läufst auf das Totenkopffeld, das ist ja nicht gut. Doch. Nee? Oh. Auf 11. Gunnar, auf 11. Hab ich nicht, Ich dachte, es wäre so ein Feld wie Florentin hatte schon. Ich verstehe noch nicht so ganz. Ja, warte mal. Ja, aber Gunnar ist fast tot. Ja, und? Ah, siehst du, das geht nicht von der Reichweite her, ne? Oh, erreiche ich da jemanden? Schau mal, hübsch an. Nee, geht nicht. Achso. Ich glaube, damit kann man Münzen aus der Tasche ziehen, oder? Oder Schlüssel mit dem. Wir müssen das ja auf Risiko. Gunnar ist fast tot. Magnet, ne? Du bist fast tot, du hast nur noch 11 HP. Ja. Und eine so ein Stachelfeld macht 8. Ja. Das kann ganz schnell zu Ende sein, wenn du so. Aber Fabian ist auch gleich tot, ne? Genau. Der steht ja kurz vor dem vor der Schlüsseltruhe. Weil Fabian mich mit seiner komischen... 9. Oh, schön. Wow. Ja. Ja, guck wichtig. Mal, ich stehe nämlich solider Zug. Da. Wichtig gewesen. Solider Zug. Wie, du bist da noch? Ja. Ja, scheiße, ne? Mach mal ein Portal. So, und was haben wir denn weg. Hier? Tauschportal. Tausch doch mal. Ja, mir. Stimmt, das macht ja richtig viel Sinn. Und Geschenk weißt du nicht, was passiert. Nö, Geschenk mache ich dann lieber jetzt. Nichts mehr zu riskant. Ich würfel mal lieber... Eins. Oh, eins. Eins. Oh, nee. Da kriegt er seinen. Mann. Wir ignorieren. Öffnen. B. Ah. B. Öffnen wir auf B übrigens. Ja, hast du gut gemacht, muss man sagen. Wirklich, vielen Dank. Vielen Dank. Ach, das ist da oben. Oh, nee, das ist gut für euch. Ist immer direkt dahinter. Ich verliere ja die ganze Scheiße. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber natürlich für Verfolger. Dankbar, oh, es sei denn, du stehst drei Felder hinter dem. Das ist das Ärgerlichste. Du hast gerade die Kiste verpasst, ey. Um ein, zwei Würfelpunkte und dann taucht die auch noch hinter dir auf. Ah, Hubschrauber, okay. Abschießen, verstehe. Ja, gut. RT ist die Schulter, die hintere Schultertaste, ne? Ja. Oh, das ist doch easy. Schießen RT. Aber die steuern sich ganz komisch. Oh ja, ich merk's gerade. Oh Gott. Oh, Fabian macht direkt. Oh, Janina und Gunnar. Eine geile Reichweite unbedingt im Schießen. Oh, fuck. Fabian wieder eingekriegt. Bin dood. Nur Florent, doch, jetzt hat Florentin auch ein. Eins, zwei, Janina führt, okay. Ja, Alter. Fabian kommt zurück. Oh, Fabian! Oh. Wie viel Leben? Die Steuerung ist teilweise invertiert, teilweise nicht. Es geht nicht nach Leben, es geht darum, wie viele Abschüsse du gemacht hast am Ende. Okay, Fabian ist all in. Ah! So, man steckt so fest. Ich glaube, ganz ehrlich, ich gewinne das Spiel. Bist du blau? Ja. Ja, also hast du mich schon ein paar Mal abgeballert. So. Hä, es ist ja wirklich... Diese rationale Hochnäsigkeit von Fabian. Sind so nah dran, unsere Farben. Tada! Vier. Scheiße, ey. Gar gut, aber ganz ehrlich, es macht jetzt nicht so einen riesen Unterschied, ob du jetzt 6 oder 4 Schlüssel bekommst. Ja, du hast eine lila Milch bekommen. Eine lila Milch? Oder? Wow. Was ist das? Na gut, und ich dachte natürlich auch als erster jetzt hier... Eine Kanone, glaube ich. Ja, und das ist für die Erdabrechnung wichtig, weil derjenige, der die meisten Minispiele gewinnt, bekommt auch einen Bonus. Also ist nicht so unwichtig. Die zur MT explodiert. Nutze ich mal. Die habe ich auch schon. Ich weiß gar nicht. Ja, Gunnar ist fast tot, ne? Vielleicht gegen Flo. Achso, Gunnar ist fast tot. Gunnar ist echt fast erster. Hä? Achso, ich muss die selber steuern. Okay, das schaffst du ja nicht. Aber da ist doch niemand. Keine Was machst du denn? Ist oh, schafft das noch? Ich bin noch letzter. Schafft das noch? Schafft das noch? Gunnar, wow, sorry, das war knapp. Ich kann das nicht kontrollieren, die explodiert von selber. Mein Gott, ey. Ach ja. Das ist nicht herrlich, einfach mal mit Freunden so einen schönen Nachmittag. Schön. Wir gerne noch eine Runde danach dann spielen. Ich bin fast tot. Jetzt muss ich mal die Kameras aus sind. Habe ich Health Pack? Nein. Es wäre voll wichtig gewesen, dass ich als nächstes drankomme wegen Gunnar. Bienenstock? Ja, dann hättest du in dem Minispiel einfach besser sein müssen, sonst hattest du ja in der Hand. Taktische Katastrophe.
Was? Ja, schön. Hier bin ich ja überall mit. Ja. Hä? Aber nee, das ist du musst aufpassen. Nee, nicht zu nah, nicht zu nah. Dann geh zu Fabian. Ja, zu Fabian. Der hat dich doch auch gerade getroffen. So weit geht das nicht, so weit geht das nicht. Außerdem habe ich ja Nina getroffen. Ja, ich weiß nicht, wie ich... Brech doch ab mit B. Ich benutze... X. Achso, X. Alter. Aber wieso denn da? Denn schon wieder, Mann? Was an alle geht, oder nicht? Nee. Oh, ja, nee, der ist fast tot. Es hat mich getroffen. Das ist zwei Hitze. Oh, Mensch, wie schade. Nein, Mann. Richtig traurig. Aber Fabian bringt auch schon so viel, also schon eine Vielzahl auch an hämischen Kommentaren. Muss nach links, Florentin. Schon, ne? Der teilt auch schon aus. Man zieht ihr meine Kamera weg. Ich bin noch dran. Ich bin noch dran. Ach so, ich dachte, ich bin wo ist denn das Teil? Wir haben gleichzeitig da links in der Ecke, in dieser, wo diese... Aber nicht. Du musst links zu dem Teleporter hin, das ist schneller. Sag mal. Oh nein! Alter. Okay. Wow, das liegt ja auch ein. Gut. Hat er die Kohle erhalten? Bin ich überhaupt noch dran? Versteht das Spiel, dass ich auch irgendwie mal. Du hast zwei Lebenspunkte, okay? Freu dich, dass du überhaupt noch lebst. Weil ihr random auf mich gegangen seid. Oh nee, nicht wieder dahin. Genieß dein Leben. Es ist doch genau in seinem Ding wieder. Aber ich hab. An der Bärenfalle, das ist ja mega mies. Das kann man sich ja gar nicht unter Umständen gar nicht leisten. Das spielt hier natürlich schon eine große Rolle, je nachdem, wo einfach diese scheiß Kiste hingekloppt wird. Ja, Würfel ist immer auch alles. Gut. Also es tut mir jetzt leid, Janine, aber ich könnte dich halt, also es wäre halt strategisch, ey, also es wäre halt... Mach das mal, dann immer wissen, was da passiert. Nein, aber sorry, es ist, weil du hast halt auch schon ein... So. Ich habe keinen Pokal, ihr habt alle drei einen Pokal. Ja. Ja, aber bevor du niemandem schadest, dann ist es doch besser, du schadest ihr, als dass du gar nichts machst. Wie wär's, wenn du sie aufhebst? Mit deinem aggressiven Potenzial. Warte mal, wo ist... Gunnar ist schon wieder vor seinem Ding. Wo ist Fabian? Wieso denn ich? Gunnar hat die meisten Münzen. Aber es tut mir leid, Gunnar, aber Gunnar, du bist halt am nächsten an der Uhr. Aber ich kann mir das doch gar nicht leisten. Du bist, ja, aber wir machen doch davor noch für die meisten Hitpoints und die meisten Pokale. Ah, du bist so frech, Flo. So. Der Bienenstock greift mich an. Das ist das erste Mal, dass du was Vernünftiges machst in dieser Staffel. Greift mich der Bienenstock an. Du mieses Schwein. Du bist am nächsten an der Trophäe dran. Es tut mir leid, es ist rein strategisch. Du hast das richtig gut gemacht, lass dir nichts reinreden von Gunnar. Rein strategisch, tut mir wirklich leid. Ich bin richtig sauer. Ich töte doch nicht Janina. Ja, so. Ich habe nur Scheiße gefressen bis jetzt. Aber warte mal. Was ist das? Total oder so? Also pass auf, dass du nicht auf so ein Stachelfeld kommst. Ja, ich kann nicht kontrollieren, oder nicht? Ja auch. Du musst gut würfeln. Ihr seid alle zu weit weg von mir für das hier zum Beispiel. Oder? Ist da Fabian? Ja, Stachelfeld. Oh. Nein. Nee, du kannst ja links gehen. Nee, geh mal rechts. Links gehe ich doch wieder. Ach, im der Kreis. Bonus ist egal, aus. Ich zuerst, ich gehe tatsächlich links. Hä? Ah, das zuerst? Check ich ja jetzt. Nein, erst. Es gibt keinen Bonus am Ende. Wow, dann ist ja sozusagen. Wenn man das okay, das verändert ja alles. Wie wir auch nur eine Strategie haben, um uns zu beeinflussen. Fahren mit dem rostigen Fahrzeug über die Strecke, machen wir uns von der ersten Runde. B ist bremsen, beschleunigen, Beschleunigen, bremsen, alles klar. Beschleunigen ist was? R2? RT. Das ist so Micro Machines mäßig, okay. Kann man runterfallen? Oh, kann man runterfallen? Schon wieder invertiert? Oh nein. Das war gerade komisch bei mir. Nee. War gerade komisch. Niemand weiß, was invertiert bedeutet. Oh, Fabian. Ja, Fabian macht das gut. Und tschüss. Es gibt aber keine Kollisionsabfrage, oder? Oh, Gunnar ist gut unterwegs, Florentin, du spielst doch immer so viele Autorennen. Alter, bin ich eigentlich richtig dumm? Oh, Gunnar macht das richtig gut. Das ist mega schwer, weil man voll umdenken muss immer. Wie viele Runden fahren die denn? Oh, jetzt ist Gunnar hat's. Du bist ja richtig gut, Gunnar. Oh. Ja, auch ein riesen Formel-1-Fan, ne? Da ist ich check's überhaupt nicht. Du stell dir quasi vor, du sitzt am Lenkrad des Autos, so funktioniert die Steuerung. Ja, weißt gut, was ich meine? Ja, du vorne raus? Genau. Ja, dann weiß ich nicht, was du nicht kapierst. Naja, ich hab echt Fabian, ey. Der hat auch teilweise. Der kommt mir auf die Fersen hier langsam. Ja, ich natürlich, der grüne Flitzer. Der ist echt bissig teilweise, Fabian. Ah! Gut. Ich will euch ja nur auf Abstand halten. Okay, aber ich liebe es, ich liebe es. Alles andere ist auch nicht wünschenswert bei mir. Und runtergefallen. Aber ein cooler Slide auf jeden Fall. Okay, Platz 2 und 3 sind noch. Oh, was macht Gunnar? Ja, der Text ist im Weg. Hallo, Freunde. Das war souverän von Gunnar. Was sind das denn für Methoden? Ja, souverän. Ja, wir kriegen dich nicht mehr. Kann ich noch Janina überrunden? Ups, nee. Okay. Ja, schön gemacht. Gunnar, liebende Geschwindigkeit. Fabian. Janina. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich Wreckfest gebannt habe. Ach, ich bin schon wieder am Ende. Ah, jetzt wird's aber echt spannend. Also, Janina muss einen Schlüssel kriegen, aber sie kann ihn gar nicht holen, weil wenn sie mit den zwei Hälften in die Bärenfalle geht, das ist ja instant tot. Florentin hat nur 37 Schlüssel, man braucht aber 40 für die
Ist der Einzige, der sich das vielleicht erlauben könnte, in die Bärenfalle zu tappen. Alle anderen würden wahrscheinlich sterben, oder? Ja, ein paar Schlüssel haben. Stark. Boah. Alter, okay. Das sind ja mega viele. Boah, wow. Okay. 43. Jetzt brauche ich... Die hast du mir gesaugt? Ja. Und jetzt will ich nicht das Ding haben. Hat ein Gunnar so scheiß viel Glück bei solchen Spielen? Alter, ist das dein Scheißernst? Also ich glaube, er kommt sogar auch hin. Aber du stirbst das an der Scheißernst? Ja. Ich jetzt bin ich echt gespannt. Ich wusste nicht, dass es so viele sind. Nö. Hast du gehofft, es wären weniger, ne? Ja, aber da ist doch die Falle. Okay, die ist deaktiviert dann. Warum die bei dem Straßenverkehr, dass das eine über das andere Können wir uns jetzt bitte darauf committen? Ich habe eben schon mal gesagt, Gunnar hat die meiste Energie, hat die meiste Pokale. Nee, du hast recht, alle auf Fabian, du hast völlig recht. Ich verliere jetzt Energie und verliere den Schlüssel. Guck, okay, jetzt ja, darf ich erst kaufen. Auf 5. Ach, jetzt, okay, das war ja doch nicht wo, so hart. Ist die, wo ist jetzt die neue Box? Ja, oben, hinter dir. Also hinter dir. Ja, geil. Das ist doch super. Ja, das ist genau das, was ich meine. Gegenstand. Wenn die direkt hinter einem auftaucht. Sag mal, Flo, die sind aber die Kiste, wie die scheint immer einfach wirklich, einfach sich aber ein Stück nach hinten Spieß bewegt man sich da auch? Zu bewegen. Ja, aber da, ja, du eher darum einfach nach vorne. Das wäre völlig random. Kannst vielleicht Gunnar überfahren damit. Ja. Dann bin ich tot. Das ist gut. Lass mal rausfinden, vielleicht kriegst du einen Pokal von ihm, wenn du ihn tötest. Kannst du nicht aussuchen, wo du lang fährst? Du bist ja in die falsche Richtung gefahren. Ja, schön. Ah, okay, ich dachte schon, du triffst mich noch, ey. Schön an mir vorbeigefahren. Das finde ich gut. Ich hab's nicht ganz gerafft, aber... Ah, ja. Das Spiel macht das boah, wahrscheinlich das einfach automatisch, ne? Ich überhol den mich auch noch. Davon entfernt. Nichts, okay. Boah, oh, Gunnar muss sterben. Okay, Fabian, ich hör auf, jetzt hau okay, wir haben die Hälfte knapp rum. Hin. Gunnar führt. Du hast irgendein Item. Fabian, Florentin mit jeweils einem Pokal. Warum bewegst du dich denn erst von Gunnar weg? Dann kannst du ihn nicht mehr treffen. Benutze erst das Item. Das bin ich doch nicht mal da vorne. Das bin ich doch. Das bist du, der vor mir steht. Ja, aber Gunnar ist doch hinter dir. Ja und? Ja, hau ihn um. Er hat 2 HP. Was soll ich denn machen gegen ihn? Aubergine? Das ist doch Aubergine? Hast du nicht. Die Shotgun. Nimm die Shotgun. Ich mach jetzt mal. Nimm die Shotgun auf 2 oder schieß ihn einfach. Er hat 5 HP. Hör mal auf jetzt. 5! Also Fabian, du hast selber gesagt, dass wir gegen Gunnar gehen und jetzt sowas. 2 Schritte so lächerlich. Ja, ich will einfach vor Florentin du bist kommen. So albern. Mit 2. Sag mal, für 2. Anstatt Gunnar einfach rauszunehmen. Wieso darf ich jetzt nicht mehr würfeln? Also wirklich, also, du bist what the fuck? Das habe ich auch nicht gedacht. Wie können wir noch nicht das Würfelrecht dann wegnehmen? Du hast gerade eine 2 gewürfelt. Das ist crazy. Och Mann, ja, toll, ja, aber du hast eine minus 2 gewürfelt. Wie kann man in diesem Spiel eigentlich sein? Hazard. Was passiert dann? Und ich bin am weitesten weg jetzt. Was ist denn jetzt mit dir? Was ist denn deine Strafe jetzt? Also sie kommt jetzt irgendwo wieder raus. Wahrscheinlich bin ich wieder am Anfang dann oder so. Oh, Erinnerungsessen. Merken und Essen reinmachen. Okay, merken sind wir gut. Das Essen steht am Rand. Was? Die machen Sachen in den Topf. Ah, das habe ich auch schon mal gespielt. Die müssen merken, was sie in den Topf gemacht haben. Das Aufsammeln von den Tischen und wieder in den Topf reinmachen. Okay, gut. Verstanden. Und man sammelt auf mit Arm. Ich bin so unlucky, es ist so nervig. Ich bin richtig sauer, dass ich nicht mehr würfeln durfte eben. Ihr durftet immer alle würfeln, wenn ihr eure blöden Items so habt. Zwei Äpfel, 2 Orangen. Ja, die Farbenblinden haben natürlich wieder gute... Gut Spaß What? Dran. Wo ist das Zeug? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ihr dürft nur eins einsammeln auf einmal. Ach so. Ja, hab ich gehört. Okay. Hä, was? Das vielleicht? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Was das Spiel gerade von mir will. Das auch nicht. Man kann die doch noch in diese Kiste da packen, oder nicht? Das geht aber wirklich nicht. Erst in die kleine Kiste. Schnull. Richtig gut waren wir. Wir müssen mal die Kiste Ey, dass ich eben nicht mehr würfeln durfte, das werde ich euch noch 3 Jahre lang jetzt erzählen, wie mich das jetzt wahnsinnig macht gerade. Ja, aber das ist auch nur ein Sonderspiel, weil Janina gestorben ist. Ich verstehe es nicht. Ich habe safe eine Banane darunter geschleppt. Ja. Ich auch. Also, okay, ich glaube, ehrlich gesagt, ich verstehe das gerade auch nicht. Sagt er wieder nicht. Hä? Gunnar. Ah, okay, ich weiß auch, wie es geht. Was sagt doch diese grundsätzliche Spielmechanik? Nee. Stimmt nicht. Ich hab's geblickt. Du hast auch nicht richtig gehabt, oder? Nee, wir haben's alle doch nicht richtig. Guck mal, 0 Punkte. Boah. Okay. Ach so. Nee. Aber das ist ja fürchterlich anzusehen. Da kriegt ja keiner hin. Ach so, muss man alle 3 Sachen einsammeln und dann das da reinmachen? Wahrscheinlich, ne? Ach so. Okay. Aber keine Ahnung, was das ist. Nee, das weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Man muss alle 3 Sachen einsammeln und dann da reinmachen. Okay, aber... Ja, Gaby hat was gemacht. Ja, ich... Gaby war die Einzige. So Portal! Also, wenn ich überhaupt noch mitspielen darf. Fabian noch so, ja, ich hab's gecheckt, ich weiß, wie es geht. Okay, aber das ist doch gut für die Spannung. Das war richtig gut. Gegenstand.
Aber was war jetzt, weil du gestorben bist? Florentin, jetzt selber bitte nicht nachtragen. Ich dachte, ja, natürlich. Ich du hast selber noch gesagt, lass uns gegen Gunnar verbünden. Ich habe gesagt, ja. So, aber Gunnar, und das Erste, was du machst, ist, du ziehst mich zurück. Ja, weil ich natürlich selber auch auf meinen Sieg gucken muss. Aber Gunnar war doch voll hinter mir. Warum soll ich dem denn jetzt irgendwas tun? Weil er nur 5 HP hat. Ja, jetzt tausch die mit mir im Platz, ey. Ja, zu Recht. Was war denn jetzt deine bekackte Strafe dafür, dass du gestorben bist eben? Weiß ich nicht. Auch es wäre schön, wenn ich jetzt auch gerne wissen hätte. Hat sie, ich glaube, sie hat Schlüssel verloren, oder? Jetzt brauche ich irgendwas. Du hast eine Bombe. Hatte sie nicht? Ich aber nicht einsetzen. Du hast so viel Zeug. Über 60 Schlüssel schon? Erstmal. Vielleicht ist da ja Geld drin. Wir sind jetzt bei der Hälfte, ne? 8 von 15. Ja. Ja, da war nichts. Die Hälfte. Dir kann nichts passieren. Ja, du bist jetzt safe eine Runde. Ja gut, aber ich bin 5 Helfer halt, ne? Kann man denn da überhaupt? Ach, da kannst du wieder runterlaufen. Eigentlich. Aber kann ich nicht würfeln? 20 Schlüssel und auf eine andere Position gesetzt, ja. Das ist doch auch mal. Aber dafür kann dir nichts passieren. Das ist eigentlich auch ein Move. Ja, aber selbst wenn du. Mann, Gunnar kann nicht diesen Quatsch hier gewinnen und einfach 3 Bälle haben. Das geht nicht. Nee, du musst was machen. Das liegt ja, jetzt wirklich an dir, Janina. Es ist halt auch luck-based so. Ja, aber du musst jetzt deinen eigenen Vortrag opfern, um ihn zu zerstören. Boah, wie die sich gegenseitig immer anstacheln, den anderen weh zu tun. Ich liebe diese Kiste, aber dann ist wieder nicht gewöhnt. So, warte mal, wo ist Gunno? Weiß ich nicht. Gunno ist eingesogen. Ich bin eingesogen. Gunno ist safe. Und Fabi auch. Okay, dann habe ich nur dich als Ziel. Würfel einfach. Würfel doch. Ja, Florentin muss halt einfach Schlüssel bekommen. Ich bin einfach gestorben. Wisst ihr, dass ich eigentlich dauernd von euch Scheiße gefressen habe? Oh ja. Er hat halt gar nicht genug Schlüssel. Er muss jetzt. Oh, was ist das? Wie heißt das eine Spiel mit Platoon-mäßig so? Ja, ja, wer mehr einfärbt in seiner Farbe. Platoon nur, dass ihr laufen müsst, euer Kästchen. Also, du musst Bereiche erschließen, indem du es einsammelst. Käsekästchen, ne? Aber der Unterschied ist, man darf nicht die Territorien der anderen betreten. Das gibt einem natürlich die Chance, sich direkt so ein Käsestück abzuschneiden, oder? Also man muss eigentlich direkt jemanden einsperren. So, Rot macht das hervorragend. Moment, habe ich es nicht eingesammelt? Gunnar macht's richtig gut. Achso, ich dachte auch, wenn ich es zumache, sammle ich es ein. Nee. Und Blau ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, Gunnar hat die... Oh, kann boah, ich das auch kann auch täuschen. Nee. Das kann auch täuschen. Du musst natürlich jetzt erstmal die äußeren Felder nehmen. Ja, Nina klaut ihm die Felder. Oh Gott, Gunnar. Lass dir doch die Felder nicht klauen da oben. Leider nicht. Du musst doch die Grenzen zumachen. Ach, Gunnar, ja, das war natürlich ein unglaublich dämlicher Fehler. Ja, und jetzt bin ich einfach reingegangen. Hey! Das ist bei mir auch so. Hey, aber wie kannst du auf meinen Feldern laufen? Nee, ich fand deine Felder, die waren noch frei. Also, Janina sieht ganz gut aus. Oh, ist eng. Kann man schwer callen. What? Achso, da steht das da unten. So viel, glaube ich. Oh, okay. Rot hat doch noch gewonnen. Ich gewinne jedes Minispiel. Das ist schon fair, dass ich gewinne. Guter Typ, ja. So, das wollte ich nur mal sagen, ne? Mhm. Damit ihr es auch seht. Ja, aber trotzdem Fehler da oben. So, trotzdem sauer. Benutzen. Auf dich, Gunnar. Was Geiles. So. Abrissbirne? Nee. Mach doch mal eine Rakete, dann bringst du dich schnell vor. Oder du schützt dich, weil wir werden dich jetzt beballern. Also Janina ist die Einzige, die genug Münzen hat, um sich diese Kiste zwischen der Kiste, in die du verschwindest, und dem Kaktus. Ja, bei der Kiste ist es random, ob du geschützt wirst. Beim Kaktus bist du immer safe. Und außerdem kann er jetzt noch würfeln beim Kaktus. Bei der Kiste. Ja, gut. Oh, das war meiner übrigens. Sehr wichtig. Ich hab Schlüssel. Stimmt. Sehr schön. Na, immerhin. Ballerfahren. Du stehst vor mir. Das seid ihr beiden. Ja, ballert ruhig. Aber er hat 12 HP. Ich hab 30. Mir machst du nichts. Fahr mein Haus zu um. Ich bin nicht mal ansatzweise bei ihr in der Nähe. Kannst Fabian das einfach raus? Hallo Florentin, ich bin noch nicht mal ansatzweise da, wo sie treffen könnte. So. Jetzt ist Fabian vor mir, wegen deiner Aktion. Ich hol doch ist das jetzt. Was mal, du willst. Guck mal, Janina, wie es Florentin willst du Fabian geht, helfen? Mich gar nicht um dich. Es geht nur darum, dass er besser ist als ich. Ich meine, wie geile ist das? Rum. Sie hat gerade dir geholfen. Ja, okay, aber mit wem rede ich da jetzt? Läuft sie wieder in die Stadt? Ja, aber das musste sie schon machen. Weil ich muss doch in die Richtung. Was kann ich, wenn ich die Zahl würfel? Ist doch alles gut, wir haben doch alles schon Kontrolle richtig. Noch. Nee, er ist jetzt Zweiter. Wir haben alles. Er haben alles aber doch. Er hat doch nur, du kannst doch im zweiten Pokal, er nicht. Hallo Fabian. Aber da kriegst du die Schlüssel, guck mal. Ja, die packen. Ja, das reicht nicht, ne? Das darfst du halt nichts. Oh, jetzt haben wir genau Gleichstand, Florentin. Nichts hohes würfeln. Ja, du kannst, er kann sich das eh nicht leisten. Der schützt dich. Ja gut, du hast den, oder? Ja, wenn du jetzt nichts hohes würfelst, natürlich, aber bei meinem Glück in diesem Drecksgame ist so hoch kann ich doch gar nicht würfeln. Mach irgendwas gegen sie jetzt, Florentin. Oh, eine 8 würde es tatsächlich hat er mir nicht, holen. Er hat nichts auf seinen Kacken. Eine 8 würde es mir holen. Ich brauche jetzt eine 8. Aber du hast gar nicht genug Schlüssel. Einmal eine schöne 8. Einmal eine schöne 8. Let's go. Nicht oh, eine 8 tatsächlich. Ich sammle die auch. Das ist echt bitter. Ja, das ist jetzt ist es natürlich echt bitter. Ihm fehlen die Schlüssel. Aber du kannst vielleicht irgendwie. Oh, man. Echt nicht.
Er hätte nach links gehen müssen, wenn die Kiste weiter nach links versetzt wird, hätte er es vielleicht im nächsten Zug machen. Dann brauche ich die 8 und krieg die 8 und es hilft mir nichts. Da steht jetzt so ein Wort und das müsst ihr eingeben über diesen Automaten. Ach süß. Und wann, wie aktiviert man? Schlagen. A. Mit A. Okay. Easy. Muss immer erst checken, wer man ist. Wo steht ein Wort? Milk. Wo? Wo steht das? Achso, ich bin der Falsche, scheiße. Ernsthaft, Fabian? Hä? Wo steht denn? Das? Wo ist K? Achso, ist schon vorbei. Ich check's nicht. Achso, Saturn. Okay, oh fuck. Ich bin ja der Dümmste. Schlag euch lieber. Okay, blau ist gut unterwegs. Grüner auch. Hallo, wer schafft zuerst das Ende? Oh, war das knapp. Wer hat die Punkte über Fabian, ne? Alter, was? Wie schnell seid ihr? Ja. Alter, ich werd die ganze Zeit aufgehalten von euch. Ja, ich auch. Aber man kann sich da auch gegenseitig irgendwie wegkloppen. Dann ist man so gestunt für eine Weile. Oh, wieder, wer ist das? Grün oder blau? Blau ist gestunt. Er findet Y. Oh, okay, Florentin. Ich hab noch keinen Fabian. Gehabt, ne? Gut. Ich auch nicht. Aber man kriegt trotzdem Punkte, auch wenn man nicht... Die ganze Zeit immer schlägt, ey! Wie macht ihr das denn mit dem Schlagen? Erste. Ja, du machst es doch die ganze Zeit. Ich bin das nicht. Ich hab's noch gar nicht gemacht. Florentin? Mit R, T. Ich hab's schon versucht ein paar Mal. Hab ich auch probiert, aber es hat bei mir nichts gebracht. Mann, jetzt Florentin, chill doch mal! Ich will mal die Nuggets. Aber ich weiß nicht, wie man schlägt. Es stand nicht in der Anleitung. Florentin, wirklich, ich geh's nur noch auf dich. Das ist echt ziemlich chaotisch. Nicht mehr meine Zahlen. Nugget hatte ich doch gerade! Fabian und Florentin. Ich weiß jetzt kommst du drauf an. Eine Sekunde vorher. Wow, oh, zwei Punkte. Boah, ist das bitter. Moment, aber heißt es, ich bin vor dir dran und kann die Box aufmachen? Nee, du bist doch woanders schon lang gelaufen. Willst du rückwärts gehen oder was? Du kannst die Box, hast du eh noch nicht genug Schlüssel. Hast du auch weniger Schlüssel genug? Wie viel braucht man denn für 40. die? Zum Glück habe ich noch meine Scheiße da. Der hat ein Healthpack tatsächlich. Ja, hast du den vorhin geused? Ja. Und hat ein Healthpack. Wieso nimmt er das Healthpack, nicht? Healthpack, das kann ich auch gebrauchen, ey. Ja, nimm das doch mal. Warum stand denn der Schlag nicht in der... Junge, du bist gleich tot. Nimm das doch. Ja, wahrscheinlich stand es drin, ich hab's noch nicht gesehen. Was denn mit dem Schlag? Doch, ja. Ach nee, warte mal, wer ist das jetzt? Fabian oder Gunnar? Ist doch Gunnar gerade. Ich bin sehr gewaltfreier Mensch, ich überhöre das einfach. Pazifist? Ja. Nee, ist Fabian. Ob du auch mal spielen willst? Nee. Wir hätten doch auf die drei... Der bunkert einfach alle Items, ey, wirklich. Ja, wir hätten die drei Sekunden machen müssen. Nimm mal lieber dein Healthpack. Oh, ja, verstehe ich. Super. Als Erster. Ich habe eh nicht genug Schlüssel. Du hast ihm sogar ein Item geklaut? Offensichtlich ein Kack. Warum darf ich jetzt noch würfeln? Ich meine, beim Portal darf man nicht mehr würfeln. Ja, Portal ist auch immer das Einzige, wo man nicht mehr würfeln darf. Oh, ey, ich krieg's kotzen. Oh, 36 Schlüssel! Leute! Aber ich hab den Magneten! Du bist zu weit weg von allen, glaube ich. Doch, nee. Aber er darf, glaube ich, das trotzdem so nochmal öffnen. Aber das bringt dir nichts, weil du wirst die Kiste nicht öffnen können. Aber dann ja, kannst du ja Nina die mobsen. Oh ja, stimmt. Geil. Mach das. Das wird nicht reichen. Er müsste eher 34. Kann ich wirklich wieder nicht mehr öffnen? Probier's mal. Du kannst sie so und so nicht öffnen. Du musst richtig gut zielen, damit du alles raussaugst. Och, wie wenn ihr mich nicht auch mal... Ich hab doch nicht mal einen. Reicht doch schon. Wie brüchig auch die Allianzen sind. Ach, man muss sich bewegen. Oh, jetzt auch noch in die Falle. Ach, wie furchtbar ist das denn? Das ist ja echt traurig. Und ich muss jetzt noch mal den kompletten Weg rum. Ich habe auch den Kaktus übrigens nicht benutzt extra und die hat mich nicht angegriffen letzte Runde. Wisst ihr das eigentlich? Doch, ich habe dich doch gerade... Ach, du hast mir gerade geklaut, mein Kaktus. Ach so. Also, jetzt ist doch gut. Das ist ja auch schon die 10. Runde, also. Das haben wir wieder geklärt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn die Kiste jetzt nämlich nach links, ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt kommt sie dann. Ja, Florentin hätte einfach nach links gehen müssen. Hinter mir. Das war genau der Fehler. Er hat nicht gesehen, dass er nicht genug Schlüssel hatte. Wenn er direkt nach links gegangen wäre, dann wäre der Kiste entgegengelaufen, sozusagen. Echt, oder? Nee, die hat 40 doch gerade gekostet. Ja, und die nächste jetzt 50, oder nicht? Ist ja jetzt die 5. Keine Ahnung, aber. Wir haben doch von Anfang an 40 gezahlt. Ach so, okay. Ja, das ist gut. Alles nicht, nee, komm. Ich brauche einfach Schlüssel, ey. Das und Help. Das ist hochtaktisch, das Spiel. Oh, Healthpack, endlich. Ey. Was ist das? Healthpack. Oh, das sieht cool aus. Oh, das ist ja schön, so ein Harry Potter-Spiel, du. Meine Uhr sagt, mein Inaktivitätsstatus wurde gelöscht. Moment, ich mach nicht. Einfach die magischen Ringe, spielen wir den meisten Punkten, gewinnt, alles klar. Aber was heißt Aktion? Komm, drück jetzt. Ach so.
Aktion. Ah, das ist nur die Zerbrennung. Oh. Harry. Oh, die anderen Spieler sind natürlich mega nervig. Also, die lenken einen voll ab. Boah, das ist ja super. Woher war das? Ach, man ist tot, wenn man getroffen wird. Okay, das hätten wir vielleicht auch kommunizieren können in der Beschreibung. Ach, sieh, wieso? Das war doch super einfach. Was macht ihr denn? Das bin ich, Gunnar. Ich wusste nicht, ich bin da. Du bist doch schon längst tot, Gunnar. Ach, du warst es! Ja. Ne, Gunnar gewinnt. Ach so, ja. Was? Scheint, dass du durch die meisten Ringe geflogen bist. Ach so. Hä? Ach so. Ein bisschen dämlich, das Spiel. Ich sehe immer nicht, wer ich bin. Das ist so witzig. Ich glaube, ich brauche wirklich eine Brille. Also die Spiele sind alle so dunkel, ne? Und dann Figuren haben sie also das war strange. Also sie. Aber dass ihr es überhaupt lesen könnt. Janina war am längsten. Ja, also ich glaube, am Leben und hat trotzdem. Was kannst du überhaupt beim Spiel nachverfolgen? Hast du dritten Platz gemacht oder so? Nein, einfach durch nichts zurückgeflogen. Ja, ich habe eh keine Schlüssel. Also schlüsselmäßig kann ich mir das nie wieder leisten. Ach, Gunnar, du tust mir so leid. Aber er hat doch schon zwei Pokale. So viel Mitleid in meinem Herzen für dich, Gunnar. Ja, ne? Es macht mich so traurig, wie die Welt mit dir mitspielt. Ich habe wirklich Pech meistens. Ja. Das die Leute, anderen Leute nee, lassen das nicht. Das, das ist mein Leben einfach so viel schlechter. Und du verdienst es nicht. Du bist ein besonderer Mensch auch. Dankeschön. Oh, da ist jemand schnell unterwegs. 1, 2, 3. Wer war das mit Abrissbinder? Mich? Ja, mich hat sie einfach, obwohl es gar keinen Sinn macht. Doch, natürlich. Ich muss dich da doch einholen, dass ich nicht letzter bin. Du musst dich doch nicht rechtfertigen, anstatt dass du mal versuchst, nach oben zu schlagen und vielleicht denkst, okay, ich krieg vielleicht noch einen zweiten Pokal und überhol Gunnar. Nee, trittst einfach nach unten bei den Leuten, die nur einen Pokal haben. Ja klar, ich gucke natürlich doch nur auf meinen eigenen Arsch. Fabian, warum machst du noch, wa? Oh, wieso gehst du denn nicht unten lang? Ja, aber es scheint ja keine Strafe dafür zu geben, zumindest bei Janina. Oh, das ist echt wenig, Verhin. Fabian. Doch, es hat mir ordentlich Kies abgezwungen, glaube ich. Ja. Also, der Einzige, der keinen Spaß an den Wer ist am nächsten dran? Ja, Rot. Ich bin das. Ja. Aber, nee, ich kann mir das gar nicht leisten. Ich habe 10 Schlüssel, ne? Und dann Fabian. Oder machst du Aber das heißt, man kann nur ein Item benutzen oder kann ich noch was anderes, bevor ich mich weiß man immer nicht genau. Er kann sich teleportieren. Ja. Teleportieren, das ist natürlich super gut. Ja, wow, okay, das ist super gut. Ja, mal, was machst du? Du bist echt der allerdümmste Spieler. Du siehst wieder nichts, ne? Du kannst es wieder nicht interpretieren, was da auf dem Bildschirm ist. Das bin ich. Oben steht Gunnar. Ja, aber du bist ja eine viel größere Gefahr. Gunnar hat zwei Pokale, ne? Du bist eine viel größere Gefahr. Also das ist echt, das ist einfach nur dumm, Florian. Ich will meinen zweiten Platz. Ich sag dir jetzt schon, was da für Kommentare unter dem YouTube-Video stehen werden, auf wie dumm es eigentlich Florentin will. Oh Gott. Er macht's wirklich. Gleich habe ich gerade auch. Es tut mir leid, aber. Er macht's wirklich. Kommt Fabian jetzt noch in die Falle? Nee, ich glaube nicht. Ich meine, du warst in Mordhau, warst du echt gut. Ich habe gedacht, ey, Florian hier hat Fragen zum Spielen und jetzt machst du so einen Bullshit. Nee, das war einfach nur random Trolling, was du hast gerade. Wow, okay, das war hart. Ja. Das war ein fieser Diss. Oh, der hätte ich nicht auch. Jetzt gehen ja gleich alle auf Gunnar und dann ziehe ich vorbei. Aber es war auch ein bisschen klug, weil er... Danke. Natürlich, weil Gunnar ist so weit weg von der Anzahl seiner Schlüssel. Wow. Dass er die Kiste vermutlich nicht kriegen kann. Und Fabian hat 28. Der konnte natürlich mit ein bisschen Pech verloren, hätte ihn noch überholen können, plus genug Münzen sammeln jetzt mit den Minispielen. Also das war vielleicht taktisch dann doch zu rechtfertigen, was Florentin gemacht hat, muss man sagen. Es war nicht nur ein reiner Diss. Also ich verstehe die Überlegung schon, die er dabei hatte. Ach, der Boden wackelt und ihr müsst da nicht draufstehen, wo der wackelt, weil er dann wegbricht. Und springen auf A. Es gibt eine Aktion, springen auf A. Ich sag's, damit's alle wissen, damit niemand sich ärgert. So wie du. Weil mir das wichtig ist, dass wir alle Spaß haben. Wer bin ich denn jetzt von denen? Der Rote. Der links oder rechts? Der rechts. Okay. Oh. Boah, die Steuerung ist auch sehr klein. Wisst ihr, was ich bei vielen der Spielen komisch finde? Dass die Figuren untereinander nicht kollidieren können oder so, dass sie irgendwie schubsen. Doch, geht doch manchmal. Aber ganz oft aber auch nicht. Oh, okay. Mann, ist es doch so wichtig für mich. Oh, nee. Oh, bin ich schon immer schwieriger, ne? Achso, ich bin noch recht dran. Ich war, du warst ja noch da. Was machst du nicht? Ich hab dich nicht gesehen. Yes. Was? Ach, da steht er noch. Ich hab dich nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte schon gewonnen. Ja, es ist doch nicht so leicht, was zu sehen in dem Spiel. Ja, ich hätte schon gewonnen. So, okay. Liebe Freunde, jetzt schauen wir uns das mal ganz kurz an. Wie weit ist die Box weg? 2, 3, 4, 5, 6, 7, Er kann Gunnar auch weghauen, er hat doch diese Pamplemousse da, oder nicht? Ist eh außer Reichweite. Also, er kann auch mit dem... Es ist natürlich die Frage, Was ein Item gibt. Haut er ihn weg. Das ist natürlich dumm. Aber wenn ich jetzt Kaktus mache, dann darf ich mich nicht bewegen, oder wie? Doch. Nee, ich konnte nichts mehr machen danach. Bei oder? Kaktus? Ach, ich hab den gar nicht genommen. Ich hab den nicht genommen. Du hast ihn noch gar nicht eingesetzt. Ich hab den gar nicht eingesetzt. Normalerweise dürftest du noch was machen. Was macht der Kaktus? Es ist nur bei uns war es bisher nur Teleport.
Sei mir nicht böse, wenn das ist nicht stimmt, dann habe ich ein Riesenproblem. Nee, ich kann, also... Nachdem ich mich bewegt habe, darf ich kein Item mehr einsetzen. Nee. Da sind wir uns alle einig. Ja. Ja. Ich würde meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber bisher war nur Teleport. Und Teleport ist auch zu verstehen, dass du dich nicht zweimal bewegen darfst. Vielleicht steht's hier. Das ist nur eine Verkleidung. Ey, was machst du denn da? So. Du kannst keine anderen Gegenstände benutzen, solange der Kaktus aktiv ist. Es steht nicht dabei, dass ich mich nicht mehr bewegen darf. Ich sag, du kannst dich noch bewegen. Aber nur, weil ich wirklich ehrlich denke. Also dann blockt Gunnar da, aber also ich weiß, kann Gunnar keinen Kaktus benutzen, kein anderes Item. So, warte mal, wo sind denn die anderen? Gibt's eine Aubergine? Oh, wenn ich die Aubergine zu euch baller, treffe ich euch beide. Das ist mega nice. Das stimmt. Nee, mach das nicht. Doch, mach das. Guck mal, du Schatten, ja. Ach, Aubergine. Ach nee, scheiße. Sind die da oben? Guck mal, oben muss Gunnar. Ich kann nicht diese Tool mir niemals leisten. Ja, aber du hast schon zwei Pokale. Du bist jetzt einfach gerade der Gewinner und es macht einfach wieder keinen Sinn. Ja, mach doch, aber mir ist egal. Ich floh und die lass mich wenigstens wieder. Ich weiß halt nicht, ob ich welchen Kaktus nehmen noch weiter. Ich glaube das. Aber weil ich finde, also, ich weiß nicht, eine bequeme Position jetzt einfach zu sagen, ja, ich schade dem Spiel nicht mehr. Du willst ja einfach auf deinen Gewinnerstatus verbleiben. Wie hoch du würfelst. Geh mal links. Und Florentin fällt da wieder voll drauf rein. Ne? Oh, ob das nicht ein Fehler war. Du musst jetzt keine dummen Fehler machen. Links. Nee, rechts musst du gehen. Das sage ich ihm auch noch. Gunnar. Ach, guck mal, hier bin ich doch safe. Oh. Hier muss ich ihn jetzt da weghauen, oder was? Wo Gegenstände ist er? Oh, er hat noch einen Teleport auch. Er hat oh Mann, wenn der Kaktus ihn daran hindert. Du hast eine Chance auf Geschenk. Nee, du kriegst nur Schaden. Du ziehst ihn. Ich krieg nur Schaden. Und Schlüssel? Oh, er hätte diesen. Wenn der Kaktus einen dran hindert, ein Item zu ziehen. Ich hab bloß ein Portal. Kann ich machen. Ich hab 74. Ja, klar, steht doch da. Nein. Nee, du bist woanders halt der andere. Ich nicht. Das ist 4. Du eine 10 Würfel. Nur, dass du die Leute. Ja, am liebsten auch. Aber wo fliegt der denn hinter der Truhe? Einfach die Pfeile. Sie anschreien. Fliegt der weg von der Truhe dann? Was sie zu tun haben. Und dann X. Sau gelogen, Fabian. Gunnar ist jetzt hinter der Truhe. Keine Ahnung, was dadurch jetzt Gunnar wird jetzt hinter der Truhe sein, oder was? Jetzt ist er weg. Nee, der ist noch da. Genau, ich bin noch da. Okay. Super. Das wollte ich doch. Guck mal, jetzt kann er noch würfeln. Ich will doch gar nicht dahin. Ja, was hat das? Achso, das hat dir Leben abgezogen. Das war mir egal. Ich dachte, Florentin wäre dann weg da. Ja, das ist keine Ahnung. Oh, er kriegt wieder Leben dazu. Okay, ihr seid super weit weg. Das ist mir egal. Aber die können noch Portal oder so einen Scheiß machen, ne? Nee, haben die nicht. Hast du irgendwas, was zu Florentin kommt, weil er nur 9 HP hat, Fabian? Boxhandschuhe. Ist ja auch nicht. Wie weit geht denn deine Waffe? Selbst wenn ich Schlüssel verliere. Auf wessen Seite bist du, Janina, eigentlich? Auf der Gewinnenden. Wirklich? Warum denn ich? Fabian. Ja, dann stehe ich hier jetzt direkt vor dem Ding oder was? Ach nee, dann starten wir nicht mal. Hä, aber warum denn? Weil ich einfach sicher gehen will, dass ich am Ende der Abrechnung mehr habe als du. Jetzt merk dir mal bitte diese Schäbigkeit. Das ist super asozial, dann mach ich es natürlich dann auch. Ich dachte, wir spielen hier ein nettes Brettspiel zusammen. Das haben wir alle bisher getan. Florentin gewinnt das jetzt gleich. Crazy. Nein, du hast doch viel mehr Schlüssel als ich danach. Nee. Du hast auch noch mehr. Du hast dann immer noch mehr. Einmal kurz ab, bitte. Du hast einfach immer noch mehr dann, du gewinnst. Nee. Es sind halt noch einige Runden, ne? So. Oh, das ist richtig schlimm, ey. Indem ihr an den vielen Hindernissen auf Ja, ist das denn das eine, was so abgeht? Ah, ja, okay. Aber fallt nicht zu weit zurück, sonst werdet ihr am Ende tot sein. Bleib doch einfach vielleicht stehen, Florentin, wie wär's dein Name? Ja, das ist, okay. Okay, jetzt natürlich, ist für Florentin, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn er nicht letzter wird und alle anderen vor ihm dran sind. Oh, oben ist aber besser, ne? Guck mal. Er bekommt ja auch jemand jetzt ein Portal-Item noch oder so, keine Ahnung. Oh, das ist wirklich richtig scheiße. Ist man denn die ganze Zeit bewegungsunfähig? Ich auch. Guck mal, ich hab einfach keinem einzigen Hindernis vorbeigekommen. Falsche Richtung. Controller. Janina macht das gut. Gunnar macht das gut. So ging es mir auch am Anfang. Lol. Nein! Janina macht das gut. Ich kann mich gar nicht bewegen hier. Ich bin da hingeschoben von denen. Na gut. Man muss einfach immer nur die Drehrichtung der Items respektieren. Okay, hallo, beweg dich doch, Junge. Fehler, Florentin. Ja, Janina. Oh, Janina hat gewonnen. Wichtig. Das war schlecht von mir. Wichtig. Anfang war ich mega gut. Kann man noch Florentin irgendwie wegmachen da? Nein. Nein. Wo ist Fabian? Oh, Fabian, jetzt hau ihn um.
Jetzt ihr zahlt sie ihm heim. Aber guck mal, du kannst jetzt noch einen Pokal. Du hast doch nicht vergessen, was gerade passiert ist, Janina, oder? Warte das mal. Kann doch nicht sein. Aber Florentin ist gleich eh dran. Ich schlage Florentin mit seinen Kies nicht, aber ich kann dich mit den Kies schlagen. Ja. Das macht absolut Sinn. Das stimmt nicht. Aber du willst doch verhindern, dass er überhaupt den zweiten Pokal kauft. Nö. Oh, sie hätte ihn nochmal weghauen können. Wie viel hat Florentin? Oh, wie sicher auch. Wie sicher. Oh, wisst ihr was? Ich glaube, sie hätte Florentin erreichen können. Minus 14. Dann wäre Florentin gestorben. Ein Traum. So gut. Jetzt ist Florentin. Oh Mann, ich glaube, da hat Fabian recht gehabt. Wenn sie mit der Anchovy da schon so lange verdient hat. Ja, ist die Frage, Florentin erreicht hätte, dann wäre der gestorben. Sie hätte vielleicht abstauben können. Halt, schaff's eh nicht. Ach, da oben habe ich eine bessere. Kann ich nach rechts und nach links? Wenn ich nach links gegangen wäre, müsste ich nur nach links. Sehe ich es richtig, dass wenn ich jetzt keine 1 würfel, dann habe ich's. Ja. Da redet gar keiner drüber, dass ich würde das komplett aufregen. Hui! Rechts. Aber wenn ich jetzt Gunnar oder Fabian wäre, so, liebe Freunde, dann schauen wir mal, was in dieser Kiste Schönes drin ist. Wenn er jetzt wirklich viel. Da ist doch eine Trophäe drin. Wunderbar. Mind Games richtig stark. Der hat wirklich 50 gekostet. Was sagt der Meister dazu? Ja, doch, auf jeden Fall. Tini ist sehr, sehr gut in den Mind Games. Sicherer Faktor. Letzte Folge schon. Ausführlich drüber gesprochen. Darf man nicht unterschätzen. Er hat nur noch ein Leben. Donner kann ihn jetzt einfach aus selbigen kloppen. Aubergine ist das, was ich gerade gemacht habe. Weil er hat jetzt auch mehr Münzen. Also Gunnar kann ja noch. Abrissbirne bringt mir auch. Gunnar muss jetzt Florentin töten. Der Fabian ist auf 2 HP halt einfach. Aber es bringt mir nichts. Warum sollte er mich jetzt angreifen? Weil du ihm hinterher folgst. Du bist gerade Platz 1, Florentin. Bringt das alles nichts. Es bringt ihm nichts. Willst du Gunnar hier für dumm verkaufen? Alter, du musst jetzt, Gunnar, du musst Florentin von dir, ihm gegenüber. Jetzt weghauen. Aber niemand glaubt an deine Lügen, wirklich. Du hast jeden einzelnen von uns schon angelogen. Evident, dass du Erster Alter. Bist. Es steht da oben in der Ecke und es macht so überhaupt alles. Das ist so lächerlich. Gunnar. Ich will Florentins Leistung nicht schmälern, aber die anderen sind auch teilweise... So erbärmlich einfach. Ich bin froh, dass zumindest Janina nicht mehr auf dich reinfällt und Gunnar ist auf einem guten Weg. Lassen da Sachen liegen? Also Gunnar ja auch, für Gunnar geht es ja um den Sieg. Er hat eine Bombe noch. Wieso setzt er sie nicht gegen Florentin ein, der nur noch einen Lebenspunkt hat? Das verstehe ich nicht. Ich überlebe es auf jeden Fall. Oh! Schön. Vorher nachzählen müssen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss den danach, die schreibe ich den nochmal eine empörte Message. Mit 2 HP. Oh, das tut natürlich weh. Da ist jetzt nicht mehr letztes. Als hat er Schlüssel verloren auch, ne? Auch da nicht. Auch weg. Also bist du auf meiner Friedhof jetzt? Oh. Ja, der weiter weg ist natürlich. Oh, das tut mir leid, Fabian. Ey, es ist so gut, Leute. Das hast du 2 Plätze. Das hast du ja, das ist ein Ping-Pong-Dings. Oh, das ist cool. Das sieht super aus. Muss man auch. Ja, okay. Einfach nur links. Okay. Ich bin grün. Oh, das macht bestimmt Bock. Kommen noch mehr Bälle dazu übrigens. Oh, die haben so einen Drall auch, ne? Und man kriegt dann immer dessen. Nicht beide Färbung, auf mich! Ein Tor schießt, der kriegt einen Punkt. Dann. Oh, okay, wo war noch? Ah! Beide auf mich! Oder niemand rechnet es aus, ich spiele einfach nur an den Ball ran. Komm auf! Oh, ihr seid. Oh, okay. Ah, wieder auf mich, Alter! Oh. Ah, auf dich rein! Ja! Ich bin aufregend! Oh, Fabian, richtig gut zurückgehen. Zählen nur die Tore, die man schießt, oder wie ist das? Oder spielt es auch eine Rolle, ob man einen durchlässt? Ich spiele tatsächlich. Ausnahmsweise mal. Ich habe schon einen reingelassen, und ihr? Nein! Ich bin der dümmste Dummbeutel, den es gibt. Das stimmt. Dümmste Dummbeutel. Oh Mann, ich auch. 2. Scheiße. Oh, 3. 4. Jetzt geht's los. Entschuldigung, ich schreie rum. Ja, ohne Scheiß, meine scheiß Ordnung. Ja, Entschuldigung, aber das ist richtig aufregend für mich. Jetzt habe ich alles verloren. So klingt das, wenn man Spaß hat, Janine. Ja. Auf Florentin auf einmal richtig aufgeholt. Der war gerade bei 0. Boah. Ja, Mann. Oh, ich habe gewonnen, warum auch immer. Oh, wir haben alle gewonnen. Außer Gunnar. Ja, wir haben gewonnen, außer Gunnar. Am Anfang war ich noch mega gut. Schade. 1-1. Am Anfang war ich mega gut und dann alles verloren. Egal, macht nichts. So. Ist alles in Ordnung, ist okay. Wo ist jetzt das Ding? Ja, wo ist die Kiste? Ja, gute Frage, ne? Komplett woanders. Oh, da ganz unten. Oh, da jetzt zum ersten Mal, dass sie nicht einfach Scheiße, nach hinten gesetzt wurde, die Kiste. Das ist echt strange. Aber das ist die vorletzte Runde, ne? Ja. Ja, ich sehe es gerade nicht. In welchem der Felder da unten? Ganz rechts unten. Ganz rechts unten, Mann. Wieder in der... Ah, in dem schwarzen da, ja, mit dem Schild. Ach ja, jetzt sehe ich es. Ja, komm. Fabian. Aber ich möchte jetzt mal in Ruhe überlegen. Oh Mann, ey, das ist doch eh nur noch 2 Runden, da kommt ja niemand mehr hin, ey. Da kommst du nicht mehr hin. Wo ist denn der 4. Spieler? Sag mal, genießt das doch, wenn er sich an sein Fünkchen hoffen und noch klammert. Ich finde das niedlich. Ja. Ich finde das wirklich süß, wie er jetzt noch Strategien ausbaut. Mann, vielleicht. Nee.
Fabian, du bist verloren. Du hast dich so schnell isoliert auch von der Gruppe. Weil du gelogen hast. Ja. Und es wirkt du gelogen hast. Hat Fabian Spieler gelogen? Ich höre euch gar nicht. Ja, na klar. Wann hat Fabian hat gelogen? Die ganze Zeit angelogen. Wirklich? Ja. Wann? Er hat selber gesagt, lass uns alle gegen Gunnar verbünden. Er ist auf Platz 1 und im nächsten Zug haut er Janina um. Er glaubt, er kommt es war ran. Einfach so offensichtlich. Das war echt so, ja. Er hat getauscht mit mir. Weil er glaubt, dass er noch rankommt. Hm. Es ist so traurig. Ja. Und ich nehme jetzt nämlich die Keys, die du da hättest einsammeln können, Fabian. Also okay, Fabian und Tien haben noch genug Münzen, theoretisch für die Kiste, aber die kommen ja beide auch nicht mehr hin. Na also, so muss das sein. Ich nehme noch mal ein Geschenk gleich. Stark. Tschüss. So, und du darfst dich bewegen, ne? Also mein Item und dann darf man sich noch mal bewegen. Was ist das? Was ist das? Teleporter! Was ist das? Weiß ich nicht, was war das denn? Diese eine Müllklemme? Ich glaube, ich habe was bekommen. Ich glaube, du darfst jemandem wahrscheinlich was klauen, oder? So würde ich das. Und die Biene! Alter, du. Die Biene ist geil. Ey, du hast jetzt aber ein richtiges Arsenal. Einmal darf man noch mal was benutzen. Du hast ein richtiges Arsenal. Ja, aber ich kann nur noch einmal, ne? Also. Und wenn du was hast, dann wirfst du uns auf Fabian. Das macht wirklich gar keinen Sinn jetzt an der Stelle, Florian. Das weißt du auch selber. Und den wirft es doch auf Fabian. Aubergine. So, auf Gunnar werfen. Mach das nicht. Das ist die vorletzte Runde erst noch. Du weißt, dass Gunnar alles gegen dich aufwenden wird, was er hat. Aber nicht. Und du hast nur noch einen einzigen Hitpoint. Ja, und das wieso gehst du nicht auf Fabian, Mann? Stimmt nicht. Es geht ja nur darum, wenn Manipulationsversuch jetzt stirbt und verliert die Schlüssel, dann führst du wieder. Das stimmt. Ja, du bist halt am nächsten dran gerade. Ja, aber versuch doch irgendwie was zu machen, was dich selber schützt. Nee, du bist auf 39 Schlüsseln. Ich muss verhindern, dass du die 40 Schlüssel kriegst. Es ist einfach strategisch. Als ob ich noch zu der Kiste kommen würde. Es ist strategisch einfach das Sinnvollste. Selbst wenn ich da hinkommen würde, hättest du immer noch mehr als ich. Das ist einfach dumm. Das ist einfach reine Boshaftigkeit. Ich kann Fabian ein bisschen verstehen. Die Logik diktiert es einfach. Es tut mir wirklich leid, aber die Logik diktiert es einfach. Aber wie oft darf Fabian noch würfeln? Einmal noch nur noch, ne? Ach, die haben nicht Schlüssel, die haben Health abgezogen. Ja, der macht nur Schaden. Aber wenn er stirbt, muss er wieder zurück ins Gefängnis. Von daher ist das super eigentlich. Dieser Blick. Ich kann ihn ein Stück weit verstehen. Noch mehr Schlüssel für Flori. So, jetzt muss ich mal ein Item kaufen. Weil Gunnar muss jetzt eigentlich, wenn Gunnar jetzt nicht irgendwie was gegen... Kannst du ihn auch Auberginen. Die Bombe, glaube ich, Florentin einsetzt, dann... Hier ist schon klar, Florentin, dass Gunnar dich jetzt einfach angreifen wird, ne? Einfach mal ein Geschenk für mich. Alter, der öffnet das... Gunnar! Direkt nebeneinander. Was, ich will doch nichts... What the fuck, warum? Drin. Warum machst du das? Alter! Was? Aber ich habe kein Geld dafür. What? Als läufst du vorbei. Oh, das ist bitter. Ich meine, okay, ja, das war jetzt von natürlich... Ey, wenn man diese Folge im Nachgang noch mal guckt... Aber er hätte trotzdem noch gewinnen können. Wenn er Florentin einfach getötet hätte, hätte er doch gewonnen, oder nicht? Oh nein! Auch das noch. Ach, Gunnar, ey. Das ist doch unfassbar. Was ist denn los mit den Leuten? Das ist doch kein Beef mehr. Das ist ja lächerlich. Also das kann ich irgendwann auch nicht mehr respektieren. Mit dem rechten Stick zielen. Ah, ach so. Rechter Stick. Wieso kleine Hundewelpen, die ganze Zeit bellen, aber nicht beißen, weil sie Milchzähne haben. Schießen, laufen. Das war jetzt dreimal. Einmal Janina, zweimal Gunnar. Haben es einfach liegen gelassen. Das kann doch nicht sein. Oh, fuck. Das ist ja richtig hart mit dem Drehen, ne? Voll strange. Wieso? Hey, aber ich hab also ich muss sie nachher alle einzeln einmal anrufen und meine Empörung freien Lauf lassen. Florentin hat's gut gemacht. Der hat's halt, das ist halt das Ding. Der hat's geschafft. Kann ich mir schießen? Achso, doch. Und das ist halt auch Beef. Vielleicht auch erstmal aufstellen. Die anderen abzulenken. Indem er gegen Fabian und so gestänkert hat und in den richtigen Moment auch ruhig geblieben ist und sich nicht in den Fokus geredet hat. So wichtig in dem Spiel, nee. Das hat natürlich auch super gemacht, aber das entschuldigt nicht, dass die anderen das nicht gesehen haben. Zweimal hat Gunnar das nicht gesehen, also das ist... Weiter. Halt ihn auf! Schön gemacht! Schönes Ding. Oh, Portal! Wieder. Oh, Portal, das ist groß. Das ist groß, jetzt kannst du ihn weg. Aber ich weiß nicht, wo soll ich mich hinporten, um noch Schlüssel zu bekommen. Ja, von ihm, er ist am nächsten Abend. Ja, er hat sau viele Schlüssel bei ihm rumliegen. Aber mit Portal kann ich nicht mehr aufsammeln. Und das ist auch super, wie Florentin immer so richtig Anteil nimmt. Ne? Ich glaube, du kannst ja jetzt so Janina hilft und so richtig und so komplett von sich ablenken. Er braucht nur noch einen Treffer. Zum Friedhof, da ist da die Kiste. Und er lenkt komplett von sich ab, nur auf Fabian, zeigt dir die Optionen auf. Mach das doch. Es ist herrlich, es ist herrlich. Dein Target patrouilliert und deine Feinde tötet. Aber in dem Fall ist es für Janina wirklich so, dass Fabian ja der Einzige ist, mit dem sie sich noch messen kann, weil sie ja die zweite Kiste gar nicht mehr finden kann. Auf dem Flug, da ist er beim Friedhof und der Friedhof ist direkt bei der Kiste. Aber ich habe die Schlüssel auch nicht bekommen. Hä? Nee, wo ist denn die Kiste? Die ist beim Friedhof. Aber der Friedhof aber das ist die Frage, an welchem Friedhof spawnt der? Ja, genau. Aber wird doch hier spawnen. Ja, weiß man nicht. Nachher spawnt er wieder nach unten und dann ist er direkt bei der Kiste. Also töten würde ich ihn jetzt nicht. Ja, das ist ein guter Punkt.
Aber kannst du ihm irgendwie Schlüssel klauen? Hast du noch den Magneten oder so? Nee, ich hab noch. Ich kann ihn töten. Aber was ist der Stab? Ja, beschwöre ein uraltes Übel darauf, dass die Karte patrouilliert und deine Feinde tötet. Keine Ahnung, wahrscheinlich mache ich jetzt einfach was ich denn sonst machen kann. Oh, 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 dann ist Fabian direkt gleich da. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Was ist passiert? Sehr winzig. Was? Ich glaube, das ist. Nur im Umkreis, wa? Ja, oder bin ja ich aber das habe ich, hab ich nicht verstanden. Danke. Ja, du sammelst dir ein. Alter. Stark. Nein, aber Fabian sammelt den anderen ein. Du musst doch in dem Fall Fabian eine mitgeben, damit du mehr Münzen hast als er. Ihr seid doch gleich auf bei den Münzen. Wenn du ihm jetzt in der letzten Runde nicht die Münzen klaust. Boxhandschuhe können, glaube ich, direkt daneben angreifen, oder? Dann wirst du doch Letzte. Boxhandschuhe haben wir noch gar nicht gesehen. Schaut dir lieber mal den Boxhandschuh an. Und wie geil er jetzt auch Fabian Tipps gibt. Das ist einfach so perfide. Ich liebe es. Eben noch auf Janinas Seite, jetzt auf Fabians Seite. Das ist einfach herrlich. Und keiner redet darüber, dass vielleicht sogar Fabian, ich weiß nicht, was die Reichweite von seinem. Ja, okay, was macht er jetzt? Oh, Alter! Ich bin jetzt haben wir aber mal wieder jede Menge Schlüssel bekommen. Oh, schade. Oh Mann, ey, das ist jetzt auch wieder von Janina einfach. Schade. Also, ich bin jetzt zu 100% auf deiner Seite, Janina, wirklich. Ja, dann musst du ihn töten, er hat 9 HP. Aber ich weiß nicht, ob es so gut ist für uns, ihn zu töten. Natürlich, ihr seid doch mit euren. Oh, die gehen nochmal an mich. Okay, ihr seid doch mit euren Pokalen vorne. Ist das eigentlich der letzte Zug des Spiels? Ich glaube. Ja. Wo ist denn jetzt Florentin, wenn Gunnar jetzt gegen mich macht? Ich sag's nur. Florentin nicht tötet, das kann er nicht. Keine Ausführung, das ist dann nur persönlich gegen mich gerichtet. Und ja. Aber so muss man Leute bestrafen, also die Abmachungen brechen. Das manifestiert sich dann einfach. Das wirst du später nicht nochmal ungefähr machen können. Ne? Das manifestiert. Wir sehen uns hier vielleicht noch ein paar Jahre. So bedrohen Gymnasiasten. Du, der manifestiert. Also dann stimmen wir uns vielleicht irgendwie ab. Wann bist du hier in der Firma? Wann bin ich da? Und so. Hey, ich will auch irgendwie. Wer ist das? Warum auf mich? Ja, jetzt mach das endlich. Meine Güte, Gunnar. Wenn du vorher angestrengt hättest, Gunnar, hättest du halt Florentin noch überholen können. Aber es ist zu wenig. Er behält seine 40 Münzen. Das war zu wenig. Wenn du jetzt noch 10 mehr gewinnst, ist okay. Ist okay. Achso, boah, ist egal. Was sammelt er jetzt noch einen an Münzen? Die Frage ist, gibt's noch? Und die kriegt er direkt zurück. Okay. Gibt's noch ein Minispiel, ist die Frage. Ja, aber ich krieg keine. Weiß ich nicht. Gibt's noch ein letztes Minispiel? Ja, aber ich krieg keine 15 Schlüssel mehr als du beim Minispiel. Nee, ist scheiße, trifft mich auch die Aubergine. Nee, wobei, er ist tot und ich nicht. Na, aber ich weiß nicht, im Friedhof, das trifft mich doch selber auch, oder? Nicht doch nicht im Friedhof. Ja, das trifft dich auf jeden Fall. Du bist zu Fabian mit der Aubergine. Warte mal. Ich laufe jetzt und mach den Kaktus. Nein, warte mal, Florentin, hör mir zu kurz. Fabian ist doch woanders. Ja. Da trifft er dich doch nicht, die Aubergine. Aber Fabian, ja, aber was soll ich denn mit dir machen? Ja, was soll aber das ganz im mit Ernst? Mir, aber ich bin doch woanders als Fabian. Florentin, hör mir auch noch du stehst doch direkt neben mir. Hallo, Florentin. Ja, deswegen gehst du zu Fabian mit. Hau ihn mal an, bitte, da soll mal zuhören. Fabian, denk mal darüber nach, was du. Aber sorry, ganz kurz, nur die ist halt einfach, er ist einfach zu weit weg. Da müssen wir doch gleich gar nicht drüber reden. Hör mich erst mal an. Fabian möchte auch mal denk mal danach, was wir jetzt schon für Spiele hatten und was für Spiele noch kommen. Ob du lieber willst, dass sie jetzt hier noch einen Punkt macht oder ich. Also ich bin nicht. Im Hinblick auf die Spiele, die noch kommen. Naja, jetzt auf die Punkte geschaut, seid ihr beide eine gleiche. Ja, aber es liegt auch welche Spiele hier jetzt weggehen. Das ist ein typisches Spiel, wo ich normalerweise einen Punkt machen würde. Okay. Naja. Okay. Deswegen sollte ich es jetzt hier auch machen. Aber warum glaubst du das denn? Aber ich bewege mich einfach dadurch die ganzen Schlüssel und mache dann Kaktus. Oder die kommt nicht hin. Ich bewege mich durch die Schlüssel und mache einen Kaktus. Ich komme nicht in Farbe. Never ever ist das Aubergine. Warte mal, der Kaktus ist doch egal, dann ist der Aubergine ein Schutzpanzer oder was? So, dass man nicht mach doch jetzt. Getroffen werden kann. Das ist gar keine Angriffswaffe. Das hast du vorhin gezeigt. Das hast du vorhin gesagt. Deine Motivation dafür, das hast du vorhin gesagt. Was ist los mit ihm? Weiß es nicht. Ich gehe oben lang, versuche sie oben zu kommen. Aber den hätte er doch eben auch schon nehmen können. Ich will, dass Janina vor dir ist, Fabian. Warum denn? Das ist meine Motivation. Warum wir alle gegen dich haben. Ich habe meine Windjammers verloren, wo niemand mit gerechnet hat. Es macht einfach keinen Sinn. Bei Pick and Ban saßt du da und hast gesagt, mir egal, ob ihr euch gegen mich verbündet, ich mache euch alle drei. True! So, und wir haben uns gegen dich verbündet. Damit musst du leben. Das war deine eigene Arroganz, die jetzt zurückkommt. Ja, aber es jetzt tut einfach mir leid. Auf so eine destruktive Art und Weise das Spiel jetzt kaputt zu machen, das ist halt gar kein Spiel mehr. Das ist ja auch Quatsch. Das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Nur weil du es verlierst, ist es nicht. Oh Mann, ey. Fabian hat das Mindgame wirklich verloren. Das muss man ehrlich sagen. Gut, dann mach mal. So, weil es gibt jetzt eh keine Schussphase mehr. Das heißt, ich brauche keinen Kaktus. Das heißt, let's go. Hier oben lang. Ja. Nie im Leben schaffe ich das. Doch. Go, Maschine! Tu es! Jetzt bleib stehen. Tu es! Bleib stehen! Was machst du? Achso, und du kannst explodieren. Yes! Yes! Der fliegt noch richtig weit. Null! Stark! Einen! Yes! Oh Gott, das ist gemein. Das ist ja so gemein, ey.
Oh, alter Schwede. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn Fabian sich da hinstellt und sagt, egal ob ihr euch verbündet, ich gewinne sowieso, dann darf man sich nicht beschweren. Oh, dein Begleiter! Dein Begleiter! Aber was macht ihr denn? Nee, wo ist er denn überhaupt? Keine Ahnung. Ach, ich glaube, wenn du ihn nicht getroffen hättest, jetzt mein Begleiter. Es ist eigentlich jetzt nur das Minispiel. Nee, es ist vorbei. Ja, es ist vorbei! Es ist vorbei! Yes! Ja! Und die Pummel Awards. Ja! Oh, ja. Yes. Jetzt mal kurz die Pummel Awards. Ja, das ist halt, die schaue ich jedes Jahr immer gerne an. Die schaue ich auch. Florentin gewinnt. Na, das lese ich doch gerne. Selbst Florentin. Ach, nice. Schön. Nein, mir ist es nämlich nicht nur wichtig, dass ich gewinne, sondern dass ich auch jungen Talenten eine Show. Guck mal. Jetzt bin ich aber Fabian gerade, oder? wer will ich denn überhaupt sein? Will ich Gunnar sein? Was passt denn mit den Händen am besten? Ja, Nina fast, aber die hat nicht den... Warte. So. Chance gebe, die Leiter hochzuklettern. Außerdem musst du Fabian brechen für die zukünftigen Spiele. Ja, das tut mir leid, aber das hast du selber beschworen, Fabian. Du hast denn auch kein Minispiel mehr, Männer. Das ist doch Bullshit, Leute. Oh, ist er auch hinten noch im Gefängnis sitzt er auch noch, ist das gemein. Jetzt war der Platz, gratuliert nochmal. Wollt ihr euch auch mal das Foto mal drauf? Wollen wir ein Foto machen? Oh, das ist ja so demütigend. Er ist im Käfig. Fabian ist im Gefängnis. Ach nein. Kann gar nicht mehr aufstehen. Mensch, Fabian. Hättest du deine Tat nochmal überdenken sollen? Fürs Protokoll. Du hast gesagt, wir verbinden uns alle gegen Gunnar und hast danach Janina zerstört und ich habe sie jetzt an dir gerecht. Wir müssen gar nicht. Es ist eine Gerechtigkeit. Jeder, der die Folge jetzt gesehen hat und nochmal aufmerksam anschaut, wird es einfach sehen, was das für eine Liga ist. Du hast gesagt, du hast angelogen. Euer Urteil gerne in den Kommentaren. Du bist nicht vergangen. Ich bin bereit, mich dem Gericht zu stellen, aber ich sehe mich im Recht. Und wer recht hat, du bist Joker benutzt. So, wer gewinnt, hat recht. Wer gewinnt, hat recht. Es ist bei Beef leider so. Davor möchte ich noch eine Kleinigkeit ankündigen. Das kommt jetzt. Denn vielleicht habt ihr es gemerkt, es ist nicht das erste Mal, dass ich Pummelparty gespielt habe. Ach nee, er hat keinen guten Joker. Und deswegen habe ich vor der Runde keinen Joker gelesen. Ja. Deswegen nur zweimal hintereinander gepasst. Nur 3 Punkte leider. Das ist natürlich schade für mich. Nee, lass uns doch diesmal bei unten anfangen bei Fabian mit der Punktevergabe. Möchtest du mal sagen, wie viele Punkte du hast? Null. Ach, null. Okay, dann brauchst du deine Bälle gar nicht. Okay, dann kommen wir zu Janina auf Platz Nummer 3. Alter Schwede. Ich habe einen Punkt gewonnen. Oh Gott, ey. Ich liebe es. Danke. Gut, dass du gewonnen gesagt hast. Nicht verdient, weil verdient war er nicht. Du hast ihn ja einfach von den anderen schenken lassen. Vielen Dank. Oh mein Gott, ey. Dann geht's weiter mit Platz 2. Da haben wir den lieben Gunnar mit 3. Schön. 2. Gut gemacht. 2. Ach so. Und dann auf Platz 1 nochmal ganz kurz. Da steht's nochmal in grün groß. Florentin gewinnt. Ach ja, tatsächlich. Dann 3 Punkte für mich, da freue ich mich doch. Oh, herrlich. Super Folge. Super gute Folge. Wow. Das ist doch eine schöne Sache. Alles klar. Hat doch Spaß gemacht, oder? War doch eine nette Runde. Ja, richtig, war, glaube ich, die schönste von den 3 Folgen bisher auf jeden Fall. Mir hat sie am meisten Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Total. Ist doch auch egal. Ey, lasst uns gerne danach jetzt gleich noch eine Runde spielen. Auf jeden Fall. Ja. Super gerne. Off-air. Mega. Ja. Einfach so wie Freunde halt. Wie wir Freunde das so machen. Ja, und das war dann diese Folge. Jetzt müsst ihr euch überlegen, wer abmoderiert. Dann bin ich das ja direkt. Du bist das, du hast gewonnen. Gut, wunderbar. Dann kommen wir auch schon zum Ende dieser herrlichen Folge, wo wir gelernt haben, was Loyalität, Treue und vor allem Ehrlichkeit bedeutet. Und ich glaube, wir haben heute alle eine wichtige Lektion gelernt. Fabian, du hast das letzte Wort. Ich freue mich auf die nächste Folge. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit euch. Mit sportlichen Kontrahenten und Kontrahenten. Er reißt sich aber richtig schön zusammen. Ich freue mich auf nächste Woche. Da hoffentlich wieder ein ähnlich spaßiges Spiel. Ich mich auch. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Denn wir brauchen eine ganze Menge Schlüssel, um hier weiter Türen aufzumachen. Ja. Und die könnt ihr euch geben, indem ihr in dem Rocket Beans Supporters Club uns unterstützt. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Was für eine herrliche Folge voller Freundschaft, Betrug, Loyalität, aber auch Gerechtigkeit. Falls ihr mehr sehen möchtet, dann schaut auch hier mal vorbei. Die ersten beiden Folgen, falls ihr euch fragt, Moment mal, Fabian hat 2 Punkte gemacht, wie ging das denn? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ey, das war Beef, Folge 3.
Beef Junior Folge 3. Ich finde es fantastisch. Großartig. Also das sind die kleinen Sachen, die man natürlich, wenn man auch als ehemaliger Teilnehmer mal wirklich an der Front gestanden hat, dann kann man diese kleinen Geschehnisse zwischen den Dingen, die auf dem Spielbrett passieren, auch einfach wirklich gut genießen und erkennen. Florentin hat das brillant gemacht. Ich kann es ja immer nur wieder sagen, es gibt zwei Komponenten bei Beef. Das eine ist das Spiel und das andere ist das Spiel mit den Mitspielern. Denn, und Florentin ist, was diese Mindgames angeht, den anderen derzeit einfach krass überlegen, muss man sagen. Gunnar kann das zwar grundsätzlich auch sehr gut, aber von dem kommt zu wenig. Der hat manchmal so irgendwie so Sticheleien oder auch so eine Großkotzigkeit, aber ihm fehlt so dieses Manipulierende. Und das ist das, was mich ein bisschen bei Gunnar enttäuscht, weil er eigentlich richtig gut manipulieren kann. Und ich verstehe nicht, warum er das jetzt quasi einfach nicht richtig macht. Dann haben wir natürlich Fabian. Der hat sich komplett die Butter vom Brot nehmen lassen. Von Florentin hauptsächlich. Er hat es nicht geschafft, den anderen klar zu machen, welche Gefahr Florentin ist. Und er hat es vor allen Dingen auch in den großen Momenten nicht geschafft, sich Gehör zu verschaffen und zu sagen, ey Gunnar, pass auf, wenn du jetzt das machst oder Janina, wenn du das machst. Es gab ja mindestens drei Möglichkeiten, Florentin noch irgendwie einen mitzugeben. Und das hat Fabian nie irgendwie ausgesprochen. Deswegen bin ich auch von Fabians Mindgames ein bisschen enttäuscht, weil er hat eigentlich alles, was es braucht. Er hat die Intelligenz, er hat auch die Durchtriebenheit und er bringt es aber nicht so zum Einsatz. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Fabian. Und Janina, muss man sagen, die schlägt sich sehr gut, aber ihr fehlt auch diese Durchtriebenheit. Ne? Sie lässt sich auch instrumentalisieren, ein Stück weit auch von Florentin, der sie dann noch umarmt hat und so, und ihr immer das Gefühl gibt, wir sind ein Team, aber gleichzeitig, wenn er am Zug ist und es macht für ihn irgendwie Sinn, dann würde er Janina ja sofort opfern. Und das ist, also man sieht, die anderen drei sind, was die Mindgames angeht, nicht auf dem Niveau von Florentin. Und gerade bei so Spielen wie Pummelparty, natürlich hat er gut gespielt, aber das Spiel, die anderen haben das Spiel verloren. Florentin hat es gewonnen und die anderen haben es verloren. Und da sieht man einfach, wie wichtig diese fucking Mindgames sind. Es ist nicht nur das Zocken. Deswegen verdienter Sieg von Florentin. Auf jeden Fall. Hochverdient. Also, das war Folge 3. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich über eure Meinung dazu. Ob ihr das genauso seht wie ich. Und dann sehen wir uns ja in Folge 4 wieder. Auf die freue ich mich schon. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüss und auf Wiedersehen.